Springen wir auch gleich wieder in die Pick-and-Ban-Phase rein. So, wir haben jetzt wieder OB auf der Red, auf der Blue Side und DWSJ auf der Red Side. Das ist jetzt die erste Adaption, die wir in der Pick-and-Ban jetzt gesehen haben, nämlich der UD-Ban jetzt. Statt dem Elise-Ban. Ja, ich habe sie, wenn die Elise aus dem nochmal rausnehmen. Nämlich, dass man Dakri wirklich die Elise geben will. Dakri, ein extrem, extrem starker Elise-Spieler. Dann bin ich auch wieder die Annie raus. Den Annie-Ban finde ich im Übrigen sehr interessant. Über alle Games hinweg. Was ist denn Mouthpad? Ja, aber er hat noch nie in der Liga gespielt. Ja. Also, oder im Cup. Ich sehe jetzt auch nochmal den Nocturne-Ban. Auch nicht gegen also, Spiel, I guess. Auch die erste Adaption auf Seite von OB. Ja. Sonst eigentlich alles gleich, aber jetzt nimmt man die Elise raus. Das heißt, die Rail ist offen geblieben. Das heißt, man könnte jetzt für eine Rail First Pick gehen. Das hat man von OB und das wird man auch machen. Das heißt, man könnte sich die Senna sichern. Oder wieder hier Grim Shen. Ja. Wo man die Prior halt hinlegt. Aber wenn man Hegerim Shen sich sichert, dann kriegt OB. Ne, dann wird OB trotzdem die Senna gehen, denke ich. Nee, Rail Senna ist nicht. Ist jetzt nicht die beste Lane. Man könnte auch überlegen, von DWSJ vielleicht die Kaiser zu picken, um sie zu denyen. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich, also man sollte jetzt auf jeden Fall, wenn man den Shen haben will, den Shen die schon picken. Weil Max spielt dann auch. Und ich glaube, man wird den einfach wegpicken. Zieht man hier Mao Kai. Das für den Supporter. Wahrscheinlich. Und die Wayne. Okay. Die Wayne ist. Lass hier Shen. Offen. Man könnte hier jetzt für sich selbst Shen picken. Und den Hegrim vielleicht sogar. Ja, ich glaube, den Hegrim. Also Darky spielt, glaube ich, kein Hegrim. Nicht unbedingt. Also eine Lilia oder einen Graves. Wäre jetzt noch eine gute Möglichkeit. Jungle, sicher sich wieder Seraphine. Als hat man den Talon offen gelassen. Aber die Seraphine ist jetzt eigentlich nur noch Flex zwischen ADK und Support und ADK hat keine Seraphine Games. Insofern. Hast du wieder auf jeden Fall mit Midline gehen, I guess. Ja, meine ich. Ja, wie man sich den Shen selber, wie ich schon angesprochen hatte. Heißt, womit ich hier. Ich glaube nicht, dass man nochmal für Hegerim gehen wird. Was nicht in dieser Teamcomp. Was mit einem Mordekaiser vielleicht? Gegen ja, Shen. Das ist ein gutes Top-Lane-Matchup auf jeden Fall. Mordekaiser wurde auch schon gespielt auf Seiten von den wirklich starken Jungs. Ja, man sieht sich den Fizz. Okay. Lupien hat im Cup auch schon Katarina und Yasuo zum Beispiel gespielt. Das ist so sein Playstyle, denke ich. Deswegen. Muss man jetzt schauen, ob man die Seraphine gegen den Fizz wirklich stellen will. Ja, man hat keine andere Möglichkeit. Außer man pickt, man schickt sie auf ADC. Aber das ist halt nicht Comfort Zone. Ich finde es interessant, dass man sich auf Seiten von OB keine Kaiser gesichert hat. Tatsächlich. Ja, hätte man auf jeden Fall gehen können, aber ich glaube, es geht einfach davon aus, dass man hier Jungle Bans, dass Jungle gebannt wird, damit man selbst sich dann den ADC sichern kann. Ich denke, das ist ein Fehler von DWSJ. Tatsächlich. Ja, also den Kaiserban hätte man auf jeden Fall machen können. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Weil eine Senna passt hier absolut nicht in die Kampf. Bis jetzt. Man sollte jetzt. Man könnte wahrscheinlich noch einen Jungle rausnehmen. Statt noch einen Planer raus, wie Mordekaiser zum Beispiel. Mordekaiser ist ja gut. Oder Renekton. Selbst um dieses Matchup nicht. Dieses Matchup, was man selbst gerade verloren hat. Oder gewonnen hat, reinrennt. Jetzt bin ich gespannt, was man hier pickt. Also ich sehe immer noch den. Oh.
So. Ich dachte jetzt an Mordekaiser, so, aber Mundus. Ja, ist auch mit M, knapp. Aber Mundo, it is, I guess. Ist auch noch ein Flex-Pick für Top und Jungle. Das heißt, man bewahrt sich ja nochmal den Flex zwischen Maokai auf. Das heißt, man revealed gar keine Lane so wirklich. Man hat es nicht Support revealed und hat noch Jungle Top Support offen im Prinzip. Ja, wobei man sagen muss, dass der Support schon Mouseplayed Maokai hat. Ja, aber. Ja, theoretisch können wir das vor. Galio. Das heißt, es wird eine Seraphine ADC? Ja, wahrscheinlich. Das ist sehr interessant. Und der Kane. Ah, okay. Ja, ich glaube, man braucht Damage. Tatsächlich, ja. Kindred. Also eine Kindred. Oh, Kindred. Okay. Man wird wieder. Okay. Also, die Andris auf der Seraphine brauchen. Oder eben AP Damage auf Galio. Ich glaube, es wird der Epic Galio Damage. Aber was ich sehr interessant finde, dass man hier quasi gar keinen Schaden hat, bis auf die Kindred. Das heißt, wenn man auf Seiten von DWSJ schafft, die Kindred zu denyen, ist es schon sehr schwer für OB, das hier zu gewinnen. Wenn sie jetzt Choke auf. Was dazu ist, es wird dann Mundo Jungle, Marker Support und Top. Das war eine sehr, sehr tanky Combo. Weil du schon gesagt hast, wenn die Kindreds. Und die Kindred werden einfach runtergerannt vom Mondo, oder? Ja. Also wenn die Kindred hier nichts machen kann in also, dem Game, dann wird OB das hier nicht gut spielen können. Und weil man dann einfach wirklich gar keinen Schaden hat. Ja. Ja, wie auch schon PPS sagt. man hatte einfach wirklich wenig Physical Damage Seiten von OB. Da hat halt Kindred. Das war's. Weil Shen macht actually auch mehr AP-Damage. Genauso wie Rail. Und ja, hört das mager aus, wenn die Kindred behind fällt. Aber man muss auch sagen, dass man dasselbe auch über die Combo von DWSJ sagen kann. Im Prinzip. Ja, tatsächlich. Da hat man halt auch nur die Vayne und man hat dann noch zusätzlich den Fizz. Aber ich denke, die Vayne, ja. Die Vayne ist aber, denke ich, besser als die Kindred. Tatsächlich. Ja. Vayne ist auch sehr gut hier gegen OB, weil Rell, Galio und Shen werden wieder von Vayne komplett zerstört. Ja. Ich bin sehr gespannt aufs Midlane-Matchup tatsächlich. Ob der Fizz hier gegen den Galio irgendwas machen kann. Ich denke nicht, also jetzt nicht unbedingt, dass der irgendwelche Möglichkeiten dazu hat. So, oder viele Möglichkeiten dazu hat. Ich denke, das Einzige, was der Fizz in dem Game wirklich machen kann, ist probieren, eine Ult auf Seraphine zu hitten, oder ansonsten wird er, glaube ich, hier untergehen. Und man muss wahrscheinlich Krankenslayer bauen auf Kindred, um hier irgendwas zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Kindred braucht auch. So muss auch auf jeden Fall ihre Marks bekommen. Das ist, wird auch absolut wichtig, damit sie auf den Lanes Prio hat, damit sie für die Marks gehen kann. Wenn die Kindred ihre Marks nicht. Entschuldige, das Game. Und das ist tatsächlich nur mit der wahrscheinlich Prio, oder? Weil Seraphine. Aber maybe hat Seraphine. Ja, Seraphine kann für Prio gehen auf jeden Fall. Wenn sie will. Aber ich bin gespannt auf Botlane. Weil die Rail wird wahrscheinlich nicht reingehen können. Und man hat hier auch aktiv den Counterpick genommen. Also ist man aktiv für den Maokai gegangen. Ich denke auch vielleicht, weil man die Rail nicht gebannt hat, war man darauf vorbereitet, dass Rail gepickt wird. Ja, das hat man sich auf jeden Fall darauf eingelassen, dass die Rail gepickt werden kann. Und sie wurde ja auch gepickt und sie haben halt instant mit Maokai, die wurde ja auch instant gelockt. Das heißt, man hat auf jeden Fall genau damit gerechnet, dass sie die Rare picken. Jetzt ist die Frage nur, ob das wirklich aufgeht. Ob man die jetzt wirklich da reingebaitet hat und damit das gewinnt, oder? Ja. Das ist natürlich die Frage. Ob die Rare doch einen 5-Mann Engage kriegt und dann das Game carried. Ja. Das gibt's die Frage. Das ist die Frage, die es zu beantworten gibt. Und
Jetzt, MVP Vote aus dem letzten Game hat, by the way, der Rakan gewonnen. Also, Hinhalo mit seinem MVP Vote. Sehr verdient. True. Vielleicht jetzt direkt noch einen. So. Das wäre so ein flüssiger Übergang. Ja, Summoner-mäßig sehen wir wieder eigentlich keine Überraschung, würde ich sagen. Seraphine mit Benefit statt mit Garden, was aber gerne ist, I guess. Beides machen. Ja, Fizz wieder mit Ignite. Ja, der muss halt, aber der muss auch sein Lead bekommen, damit er wirklich was machen kann. Also ich glaube, ich hätte hier auf Fizz ja, nicht Ignite genommen, weil ich denke, die Chance, dass man die Lane hier stormt, das wirklich. Also die Lane gewinnt. Sie ist gering. Niedrig, ja. Das stimmt, ja. So, wir sind jetzt auch schon in-game. Ja, diesmal ein ganz anderes Game als die zwei Games davor. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber von den Teamcoms her, jetzt haben wir nicht mehr diese komplette Dive-Comp, von dem wir die letzten zwei Games gesehen haben. Jetzt müssen wir hier von den Welt gucken, aber Modo ist halt noch 20 Kilometer weit weg. Jetzt muss ich ja nochmal warten, aber. Okay, mit das ist voran. So gut, okay, JNL! JNL ist lebensmüde! Ja, das Flash raus von der Seraphine. Obwohl, naja, er hat die eher nicht gesehen. Okay, nevermind. er hat sie noch nicht gesehen. Nee, dann muss ich das wieder zurücknehmen. Die Aussage. Okay, man hat hier von Seiten des OBE ist man auch im Topset Journey drin. Das heißt, man hat jetzt hier diesen Seraphine Flash bekommen. Dafür, wenn sie einmal porten und die punishen, dass sie einfach kein Flash mehr hat. Jetzt die Frage, stirbt der Cho'Gath? Ich glaube nicht, dass man den so schnell umbursten kann. Obwohl, wenn der taunt, er hat Q geskillt. Ja, Q first skill. Oh, der hat Dodge-Stackle wird hinterher flashen. Nee, man fällt sich mit dem Flash zufrieden. Man wird den einen Rap aufnehmen. Und Kune wird seinen eigenen Blut. Scrimper, du musst Base! Du verlierst alles! Der Scrimper wird jetzt Probleme haben. Du musst nämlich wahrscheinlich Recall TP'en. Man hat dann jetzt schon TP-Advantage. Das ist hart. Das ist wirklich sehr hart. Da kann der wahrscheinlich der Shen auch einfach for free irgendwo hinholen und zurück hoch tippen, ohne wirklich. Ja, ohne irgendwie gepunished zu werden. Ja, und Kindred hat jetzt auch den einen Rap-Buff, aber man hat Vision am eigenen Rap-Buff, dass man sieht, wenn Kune hingeht. Und Kindred ist halt, die würde einfach hier einen Blue-Off nehmen und einfach instant nach unten gehen. Würde ich einfach mal callen. Sie hat auch Sebi hat eine extrem gepushte Wave. Das wird jetzt der Gaio-Move zu Raptors hin. Ja, wird wahrscheinlich eine Ward setzen und wird ihn gleich spotten. Hat er jetzt gespottet, wie dann einfach nur abhalten, damit er diesen Buff nicht nehmen kann. Und man hat damit einen Drop Buff gewonnen. Für Raptors getradet, I guess. Ja. Und auf jeden Fall. Max pusht hier absolut rein. Jetzt kommt der Trade, der Knockup sitzt. Max droppt auf jeden Fall ziemlich. Stell schon mal rein in die Midwave, der Taunt sitzt und das ist der Tod von Scrimper und das wird jetzt ganz beschissen für Scrimper. Er hat kein TP mehr, bis der wieder da ist. Kommt das war nur der Tod von Lupien. Das wird interessant jetzt. Top Lane. Scrimper auf jeden Fall in einer schwierigen Lage. Ja. Das ist ein Ziel mit aggressivem Dash. Da musst du jetzt die Kindred. Lupin ist aber Lupin hat sich hier einfach die Lane ausgepusht, damit sie
das Mark nicht securen kann. Und sich damit nicht zu sehr voransetzen kann, eigentlich. Ja, wie schon im Draft gesagt. Sie sich zwar die Topset Crap holen kann. Ja. Wie wir im Draft gesagt haben, ist Kindertür wirklich das wichtigste Tool von OB. Ja. Und wenn man die denyen kann, das wäre wirklich sehr wichtig. Jetzt moved Kuni auch Richtung Topset Crap. Aber bitte nicht gezogen kommen, testen sein. Ja, gesehen. OB ist mit allen Membern an der Crap. Oder mit allen Topset-Membern an der Crap, von daher ist das uncontestable. Also ich meine, Mundo hätte jetzt schon noch reinlaufen können, aber. Ja, aber bis Scrimper da ist, ist es auch mit der Nef- ja, das steht ja schon. Und Max dasht wieder rein, also der lasst Scrimper keine Sekunde Ruhe. Aber jetzt könnte man den Gage schon heavy auf der Botlane. JNL ist gestunt, aber hey, hallo mit der Rotation aufs Saruch, aber. Es passiert jetzt weiter nichts, aber jetzt. Okay, Dakri wird sich den Kill auf Toplane abholen. Max prepared ihn und Last Scrimper. Dakri zum Fraß über. Der Wolf speist einmal zu. Und Saruch muss jetzt unten auch aufpassen. Der Kune ist auf dem Weg. Sein Hallo mit dem Gage flippt über. Kommt sich nochmal der Flash? Ein Hallo sie noch bekommen. Stun sitzt auf Kune und Tanello kommt nochmal da, aber nee, der Flash-Attack von Saruch reicht. JNL hat auch keine Mana mehr für irgendwas gehabt. Ganz starkes Play von der Botlane von DBSJ. Ja, was ich noch erwähnen wollte, ja. War das Skripp hat immer noch kein TP und Skrippers Wave wird jetzt gefreezed. Mundo, viel zu low. Kuni, was machst du? Okay. Also, das war grob fahrlässig. Nochmal zu invaden zu gehen mit dieser Low HP. Und da ist Dakri instant da und kann sich sein erstes Mark sichern. Okay, Max engage wieder Toppel, misst aber seinen Taunt. Und damit kann er hier Scrimper nicht nochmal abholen. Oder slow sitzt. Also ist Scrimper bis jetzt wirklich ein sehr, sehr hartes Leben. Scrimper kommt wirklich an gar keine Ressourcen ran. Scrimper, jetzt nochmal für ein Wort. Nee, doch nicht. Ja. Und OB macht dann den Drake. Und sich will sich halt den Mountain Drake sichern. Was Midlane im Übrigen? Head of Fist tatsächlich. Ja, die 5 CS, weil Sebi öfter weggemoved ist, um Dakri zum helfen. Was halt auch deren Main Win Condition ist in diesem Game hier, die Kindred. Die Kindred ist Kindred wurde jetzt aber die Kindred wurde jetzt gespottet. Das heißt, man weiß die Raptors. Die Raptors sind eh schon weg. Daher könnte man ihren Play versuchen. Lupien geht jetzt auf den Gal in der Midlane, aber Gal ist ein tankierter Schock. Lupien irgendwas hier machen kann. Jetzt kommt aber der wieder. Ping von Happy Life für den Midlane-Roam. Es gibt, sie haben keine Vision. Ein Hallo ist aber hinten dran. Und Dakri ist auch gleich hinter Happy Life. Sebi jetzt auch mit dem Gage, Taunt, sitzt. Aber ist ein bisschen weit weg. Aber Lupien, Bock. Zwar noch die Botside Crap mit einem Mark. Kindred dreht sofort um, wie der Ping kommt, dass das Mark da ist. Sebi sieht sich auch den Midlane-Prio. Der Lupien geht auch rein, jetzt kommt die Ultimate von Lupien. Lupien kriegt doch mal den Flasher, wird nochmal gestunt. Sebi kommt hier nochmal mit ganz wenig HP raus und Lupien ist ignited. Schöner Interrupt von Happy Life an der Stelle. Und damit überlebt Lupien und Sebi mit 1 HP beide gefunden. Und Scrimper weiter. Und Scrimper wird einfach gemobbt. Max, hab Beileid, mein Junge. Mach nicht diesen. Scrimper hat jetzt auch wieder kaum Mana. Das wird... Ja, aber Scrimper hat sein Flash wenigstens wieder ab. Von daher kann er nicht so oft, so leicht sterben. Jetzt hier. Kindred hat sich das Mark noch nicht ab. Aber, muss ich so sagen. Außer es ist ein Jagd. Doch. Ist jetzt abgeholt. Es wurde aber nur angezeigt. Okay, danke, Riot Games. Nice Bug. Ja, wenn wir jetzt mal gucken, wie viele Marks die Kindred bis jetzt hat. Ich glaube, es sollten 2 sein. Ja, es sind 2 Marks. Aber es ist sehr wichtig, dass der Shen nicht gepunished werden kann. Wenn der Shen ahead ist, dann kann man einfach gut ulten mit dem Shen und
auf der Map, ja, die den Impact haben. Das Grimper hat es aber auch gleich wieder TP. TP, Skelter, also TP Kuno Skelter mit Level und der muss halt Level 1 TP, das heißt TP hat da 50 Jahre gefühlt Kudan. Das ist halt noch bitterer gewesen für ihn. Ah, jetzt sind wir hier für ein Top-Playgame. Jogoff ist auch gemarkt von Kindred. Also sie will sich hier ihr drittes Mark ab. Ihre Jagd beenden sozusagen. Aber Mundo ist auch Topside. Ja, aber man hat Galu, der immer dazu holten kann. Im Prinzip. Ja, das stimmt. Ist auch der Vorteil von dieser Combo. Es ist aber ein Ward im Pit. Das heißt, DWSJ weiß Bescheid. Lupien geht auf Richtung Bot, das heißt, man will für einen Botland Dive schauen, aber ich glaube, das ist nicht möglich mit Team Comp. Mit den Champions, die man hier hat. Ja, und Galio hat auch Ulti. Also, das wäre sehr, sehr riskant. Und man lässt auch Topset den Herald fallen. Max Engage wieder rein. Man kann jetzt gucken von OB, ob man den Sugar vielleicht diven kann. Ah, ne, mein Kind hat resettet. Einfach resetten. Aber man kann bis jetzt ziemlich gut abwenden, dass die Kindred für die Marks gehen kann, die im Enemy Jungle spawnen. Hat man bis jetzt gut abwehren kann, können. Da gab es noch nicht Probleme. Jetzt hier das Stun of Happy Life. Okay, ein Halo, aber noch nicht Level 6. Jetzt kommt aber der Flash Engage mit der Galio Ulti. Der Stun leider, oder den Stun, geflasht von Happy Life. Da hat man die, und dadurch hat er dieses OP, dieses Potential weggenommen. Scrimper muss wieder mal wieder leiden. Also der Damage von Max hier ist immens. Ein Taunt und Half-Life. Wild Games muss uns doch immer das Mobbing zeigen dann. Ja. Happy Life ist auch für eine AP-lastige Variante. Max dasht wieder rein. Taunt sitzt nicht, sonst wäre es vielleicht tot gewesen sogar. Die Kinder kriegt jetzt noch einen Mark vor der Top-Secret. Also hat sie jetzt drei Marks. Ja, hallo wieder in Botset Jungle, in Botset River gespottet, das ist der Taunt. Taunt wieder. Die Auto-Tags kommen, du. Scrimper überlebt das Ganze. Jetzt überlebt man. Aber Dakri ist hier, genauso wie Kuni. Lupin ist mit den Mitteln engage. Der Taunt von Sebi trifft. Er hat aber keinen Aftershock mehr, von daher ist er nicht mehr so tanky. Joe wird jetzt hier Reset und TPN. Der Drake ist. Drake spawnen ist auch gleich. Mundus Topside. Und Lupien geht Base und Kindred und Galio sind durch den Bot, dass sie den Drake hier instant starten und sich instant securen. Ja, man gibt den Drake hier auch einfach ab von JBSU. Was? Nee. Doch. Nee, DWSJ. Ja, dahin. DWSJ. Gibt man einfach ab. Man hat den Mundo auch top den abgestellt, um eine Wave zu nehmen. Der ist auch gespottet, aber man will trotzdem für den Gank. Q sitzt nicht, von daher kein Slow, von daher kann er da nicht daher. Wir gehen jetzt wieder mit rein mit dem Fist. Ah, okay. Ja, Lupien immer mit den kleinen Trades am Start, aber Galio ist halt einfach viel tanky. Um dass Lupien sich irgendwie in einen Lead rauschen kann. Geht es ja auch für Sonjas First? Was? Ja, weiß ich nicht, unbedingt. Muss man jetzt nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Ja, Shen spielt er doch extrem aggressiv. Mit seiner Titanic Hydro First. Ja, der Gaio hat auch eine Verdant Barrier gebaut. Direkt. Ja. Was dem Fizz natürlich schwierig macht, jetzt die Lane zu gewinnen. Aber Sebi hat bald keine Mana mehr, das heißt, er müsste. Verliert dadurch halt die Prio. Oder verliert halt dadurch nicht die Prio, aber Lupien, lass dich unter Turret taunten! Ich wäre fast gefährlich geworden. Jetzt kommt ein Lane. Dakri jetzt mit dem Taunt sitzt nicht. Es kommt vielleicht ein Bait von Max, aber. Da nicht ran, man will sich das Mark sichern. Man hat immer noch Herr. Will sich sogar vielleicht für einen Dive schauen. Zum das CP von Sebi in der Mitte, um den Mittelteil zu deffen. Aber man wird einfach nur für Blatings schauen und hat auch noch den Herald. Das heißt, man könnte sich den Turret holen sogar. Ja, man wird sich wahrscheinlich den Turret sichern. Das kann immer versucht, irgendwie dagegen zu halten. Das muss man aufpassen. Markel kommt. Lupien ist auf dem Weg nach oben. Sebi hat aber noch. Mit Happy Life.
Jetzt kommt die Galio Ultimate und auch die Kindred Ultimate kommt dazu. Galio mit dem Taunt, Happy Life ist ganz low gedroppt. Scrimper versucht es hier, Kindred zu one-shotten. Kindred wurde gefressen. Jetzt kommt die Lupien. Lupien mit der Ultimate. Schöner Double Knock, kommt nochmal der Double Knock von Lupien. Lupien kommt nochmal dazu und jetzt ist die Wayne auch da. Max wird auch nochmal fallen. Flash gegen die Wand von Saruch. Und dadurch kommt der Galio nochmal raus. Aber ganz stark gemacht von DWSJ, die dieses Play nochmal turnen. Weil OP einfach zu lange stayed, weil sie einfach diesen Turret haben wollten. Und sie haben die Turret nicht mehr bekommen. Ja. Das heißt, hat ihnen immer noch. Ein One. Nein, das war ein One for Two Trade. Für? Ja, One for Two Trade. Aber man hat natürlich 4 Platten bekommen auf der Seite von OP. Ja, also man ist noch immer 500 Gold ahead. Was jetzt nicht immens ist. Aber ist halt schön zu haben, I guess. Wir spielen jetzt auch am Seraphine, geht auch unsere Variante, nicht wie Esevi gemacht hat mit Ludens. Aber das ist actually nicht so gut, denke ich. Weil man hat wirklich. Lupien jetzt hier auf Dakri. Jetzt kommt die Seraphine, Seraphine wird aber geflasht, Lupien fällt raus. Kommt der Flash von Dakri und wird fallen. Wird nochmal versuchen, irgendwie rauszukommen, aber. Da kann sich nicht sichern. Scrimper wird ja nochmal getauntet, fällt auch nochmal ganz low, aber da wird keiner mehr hinterherkommen, damit Scrimper noch irgendwie bedroht werden kann. Aber er sollte trotzdem Base gehen, weil sonst wird er gleich getauntet. Weil OP will diesen Turret jetzt mal haben. Ja. Es ist beim letzten Mal nicht gut funktioniert hat, aber diesmal sollte es eigentlich klappen. Jogov interrupted nochmal die Rail. Ich denke, das ist kein gutes Sidelane-Matchup hier von OB. Kein gutes Lane-Assignment. Ne, ich glaube auch nicht, dass man den Galio unbedingt gegen die Wayne stecken will. Oder stellen will. Aber man hat halt nicht wirklich unbedingt Alternativen. Ja, man wird ihn, glaube ich, auch Botlane beibehalten, den Galio. Drake spawnt jetzt gleich in 50 Sekunden. Das könnte schon der dritte und damit Soulpoint Drake für OB werden. Muss auch die Vision aufbauen. Scraper will nochmal Max canceln. Max war am Shoppen. Anscheinend. Man probiert hier jetzt das Kindred Mark abzuholen im Botside Jungle. Ist aber in Unterzahl. Saruch muss ja aufpassen. Wobei, ah, Galio kann dazu holen die ganze Zeit. Lupien ist da. Shen hat auch sein Ultimate noch nicht ready, aber das sollte jede Sekunde abkommen. Beide Top. Well Ultimate ist es auch gleich ready. Seven Ulti ist es noch nicht ready, aber auch jeden okay, Moment. Mondo Ult. Kommt der Engage von Happy Life. Galio taunt auf Happy Life. Die Ulti kommt raus von Maokai. Sebi muss sich aufpassen. Sebi Ultimate kommt durch. Der Knockup sitzt. Seraphine Ultimate trifft auch 4 Leute! Jetzt kommt die Kindred Ultimate mit JNL am Leben, aber JNL stirbt einfach trotzdem. Dakri ist ganz logisch, ob Dakri fällt hier auch. Jetzt ist nur mit Max am Leben. Der wird auch nochmal fallen. Und damit gewinnt DWSJ diesen Fight. Ja, das war unlucky, dass die Seraphine hat das nicht mehr in die Kindred Ult geschafft und wurde von Fisk one-shotted. Ja. Und gleichzeitig hat die Vayne auch ordentlich aufgeklungen. Ja, man sieht einfach wieder. Das Problem, man hat nicht so viel Damage. Man hat wirklich nur diese Kindred Damage. Und wenn die Kindred halt einfach ihre Ulti ziehen muss, damit sie am Leben bleibt, aber halt sie der einzige Damage Dealer ist, dann halt gerne andere Damage macht, dann ist es halt schwierig. Und vor allen Dingen, weil die Seraphine ja tatsächlich supportive geht. Ja. Das heißt, selbst das wenig AP Damage, den wenigen AP Damage, den man noch rausholen könnte, über die Seraphine. Kriegt man dann auch nicht. Vielleicht sich aber fangen wir mal den Herald an. Es ist interessant, was der Marker hier baut. Ja, der wird für Mandate. Ja, Imperial Mandate. Ich bin actually ein großer Fan von Gem Tank auf Marker, tatsächlich. Ja, kann man auf jeden Fall gehen, aber ich glaube, dass gegen das Team von OP sogar die beste Variante Rocket wäre, weil einfach ziemlich viel AoE Damage ist. Ja. Und so kann man diesen AoE Damage von Seraphine und von Galio nochmal gut abwehren. Mit dem Shield.
Ja, vielleicht geht aber auch hier Shureyas tatsächlich. Was auch nicht Ja, so stimmt, schlecht schön, wäre. das wäre noch. Ja, true. Max muss halt das auch schon lange, muss auch schon Respekt haben vor Erleichterung. Aber Max geht hier rein und Max muss aufpassen, der verliert das. Max droppt jetzt ganz, ganz slow life. Skrimper hat kein Ultimate, aber der rennt einfach runter. Flash von Max hier. Den wird die Q dodged. Ah, kommt der nochmal mit den Taunt drüber und kommt er nochmal raus. Aber der Cho'Gath hat jetzt ein Item fertig. Hat jetzt ein paar Stacks. Der ist nicht mehr so Frischfleisch wie vorher, Max. Da musst du ein bisschen aufpassen, Shen. Das Mobbing-Opfer ist erwachsen Der in geworden. JRL wurde von der Fizzultime getroffen. JRL ist schon fast dead. Jetzt kriegst du Ultimate noch mal 3 Mann Charm, aber das macht gar nichts. Der Skrimp unter Turret getauntet, aber. Ja, macht halt einfach kein Damage mehr, weil Joker einfach zu tanky ist. Ja, Dakri muss jetzt ja auch den Mittleren treffen. Dakri ist 2 Level auf den Mundo dann. Mundo hat 50 CS mehr. So stark ist dieser Mundo in diesem Spiel. Xevi jetzt ja auch unter Bedrängnis kann er nicht einfach so sein Team rotieren. Also die Combo von bis geht bis jetzt echt nicht auf von OB. Sag mal dein Gadget von Lupien, jetzt kommt die Shadow Ulti auf ein Hello. Xevi ist fällt es ganz, ganz low hin. Hallo. Da holt er so ein Ultimate raus, um irgendwie Lupien zu töten. Lupien lebt aber noch immer. Max ist auch hier mittendrin in 4 Leuten. Es kommt aber der Stun auf Saruch. Saruch fehlt auch. Max lebt noch immer. Wie lange lebt Max? Max einfach zu tanky. Da hatte man keinen Tipp auf die Fizz Ultimate. Ein Hallo. Der steht noch mit der Herz. Kommt noch der Flash von Cuny, damit sie auch nochmal rausgeht. Aber. Da hat man die Überzahl nicht respektiert von OB mit dem Shen, mit der Shen-Ult. Und der eigene Cho'Gath hatte kein TP. Ja, so schnell kann dann wie kann es dann wieder anders ausgehen. Wir haben gesagt, also Saruch ist war ein bisschen zu deep, wurde von Rail nochmal gestunt. Und Dark hat einfach den Damage gemacht, um noch rauszukommen. Jetzt kommt der Flash von Skrimper, damit er den taunt, damit er nicht getauntet wird und überlebt auch nochmal. Jetzt ist die Frage, wie viele Stacks hat Dakri denn? Dakri hat nur 3 Stacks! Da muss das auf jeden Fall noch einiges passieren, dass diese Kindred dieses Game vom Damager alleine tragen kann. Ja, Dakri ist auch sehr behind von CS. Vom CS ja, her. Wie schon angesprochen, ist 40 CS down. Und auch ein guter Game Beat von vom roten Team, dass sie sehr viel Armor staken, weil sie wissen, dass das der einzige gegnerische Damage, die da eben die Kindred ist. Und jetzt ist Kindred Mark wieder ab auf der Botzekraber, aber das sollte man sich einfach instant nehmen können, ohne dass die Kindred nur in die Nähe kommen kann. Und das Top-Damage-Up hat sich tatsächlich geturnt. Also, der Schild. Ja, also, jetzt muss Max Skrimper respecten. Das ist wieder einfach easy runtergerannt. Drake spawnt aber in 20 Sekunden. Skrimper hat TP genauso wie Max TP, aber es kann einfach zum Team laufen, muss sein TP nicht mal verwenden. Und, also, den Drake sollte man eigentlich nicht contesten. Jetzt kommt doch den Gage-Pings, weil Cho'Gath hinter das Team läuft. Da kriegt sie schon bescheiden low gedroppt. Jetzt kommt ein Gage von Herald, aber nur auf Juni. Saruch wird wieder nicht, angegangen. Da lebt noch. Sebi ist in allen drin, hat sein Taunt aber noch nicht ab. Jetzt Happy Life ist auf Dark, drauf Dark, kein Ultimate mehr. Und das Saruch räumt hier einfach wieder mit seiner Wait auf. Das wird wahrscheinlich der Nash. Und die Shen Ulti ist leider nicht durchgekommen. Der Shen hat, ich weiß nicht, wen der Shen geultet hat, aber auf jeden Fall ist der Stenglu gestorben. Ich glaub Rell, wenn ich mich nicht irre. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es ist Rell. Ja, man kriegt hier den Drake und den Baron. Damit auch noch ein. Ah, nee, Joel hat tatsächlich keine Ult. Da hat man auch nicht respektiert, dass der Joker von hinten kommt. Das hätte man theoretisch wissen können. Dass man da zu weit vorne steht in der Midlane von Seiten OB. Das Kindred mag ich an. Wir sehen jetzt hier den Nash. Ja, also. Das Problem ist halt wirklich. Sie sind alle so tanky. Sie sind auch. Kindred hat sich auch jetzt hier für Executioner entschieden. Für Lord Dominic.
damit er einfach besser durch die Tanks durchkommt. Aber ist es, sie hat halt wirklich keine Stacks und von ihr hier. Ja, da hat man auch. Also ich bin immer noch überrascht davon, dass man auf der Seraphine weiterhin supportive baut. Also man baut nicht ein wirkliches AP Damage Item. Ja, es Krimper jetzt hier. Aber er ist wieder nicht gezeckt. Ja, jetzt kommt der Damage schon mal durch, aber Dagger muss hier aufpassen. Wäre hier fast in Range fürs Essen gekommen, aber kann sich das 700er Shutdown abholen. Aber Saruch hier nimmt sich in der Zwischenzeit, will er sich den Midland Turret holen. Haben wir ja noch den Baron Buff. Ja, Shen ist jetzt aber auch hier. Da gibt es den Bottle Turret an. Ja, Kune versucht wieder das Ding tanken. Jetzt kommt der Engage of Happy Life, versucht den hier zu catchen. Everfrost sitzt, das wird der Kill. Da muss man unten jetzt rausgehen. Ja, jetzt muss man aufpassen. Scrimper hat aber TP ab. Max will sich ja randaschen an Dave. Hey, hallo, schaut für den Gage, hat keinen. Jetzt kommt die Ultimate von. Shen kommt. Jetzt kommt der Double. Shen kommt noch mit dich, aber die Ultimate von Seraphine. Lupin ist schon extrem low, ich tue, muss ich doch aufpassen. Lupin ist auf 1 HP, Seraph kommt hier, aber da kriegst du alle tot. Die Vayne. Scrimper und Zaruch, die machen so viel Work in dem Game. Kune auch viel zu tanky. Also wieder der Draft. Der hier diesen Unterschied macht. Man hat halt einfach keinen Schaden gedraftet auf der Seite von OB. Und dafür ist einfach das rote Team einfach viel zu tanky. Ja. Also natürlich, es ist nicht nur der Draft, natürlich spielt's DWSJ extrem stark. Aber der Draft ist halt extrem schwierig umzusetzen von OB, wenn diese Kindred nicht irgendwie 20 Marks bekommt. Ja, man hat einfach die Kindred nicht durchbekommen. Und beziehungsweise man hat sie von Seiten rotes Tier einfach. Ja, und wenn wir jetzt auch mal das Gold schauen, die Kindred ist der einzige Champ, der wirklich even ist. Seraphine ist 4k Gold behind. Galio ist 3k Gold behind. Also. Da kriegt der stehen drei Leute rein. Aber was ist das für ein Versuch? Da hat man einfach gefacecheckt. Ohne Vision. Und das hat die WSJ einfach gut gepunished. Beziehungsweise halt standen da halt zu dritt. Ja, das ist. Wo soll man sein Ultimate raus? Ja, das ist ja wieder der einzige Damage Shield Down. Man hat jetzt wieder, also DWSJ. Hat jetzt auch schon zwei Ocean Drakes, das heißt die vier Ocean Drake, Ocean Soul, aber ich denke nicht, dass das Game so lange dauern wird. Nee. Beziehungsweise auch, ich hoffe nicht, dass das Game. Nein, also. Man hat doch einfach. So, Drake. Spawn der 1 Minute. Holt sich die Vision jetzt schon. Und OB kann halt wirklich nicht mal in ihren eigenen Bot-Set-Jungle richtig reinkommen. Einfach weil DWSJ so starke Vision Control aufgebaut hat. Dass ich, ja, sie verlieren sie jetzt wieder. Man resettet jetzt nochmal auf der Vayne. Bisschen Catch-Drucken, aber man hat noch Vision. Jetzt wird man auch gespottet, oder jetzt wird man auch die Vision geklärt hier. Man will sie einfach den Drake und man kriegt das hier, den dritten Ocean Drake. Wenn dieses Team von DWSJ vier Ocean Drakes gestackt bekommt und die Soul, dann ist das Game, lost. Ja, also das Game ist jetzt schon extrem schwer, aber dann ist dieses Game halt unmöglich. Wir sehen jetzt auch hier, sie wollen in den letzten Fight gehen, anscheinend, weil sie lassen die mit dem Wave einfach reindrücken im Turret und bekommen einfach dafür gar nichts. Also da ist halt eine fette Minimove, ihr müsst in die Base. Im Übrigen hat jetzt hat er wieder einmal die gecatcht. Lupien. Jetzt kommt nochmal die Selfie. Lupien ist verdammt low, aber hat noch sein Sonjas. Jetzt kommt die Ultimate dazu, ist aber ein schöner Knockup von
Scrimp, Max, der Dacre ist jetzt hier auf der Wand drauf, aber Dacre wieder instant gegen die Wand gerockt und das Dacre ist tot! Das ist wieder Game! Wieder extrem stark runtergespielt von DWSJ. Scrimper, der im Early Game so gelitten hat und dieses Game dann so gut spielt noch im Endeffekt. Also ganz, ganz großen Respekt für Scrimper. Also so gelitten und dann dieses Game noch so schön ausspielen. Das kann nicht jeder. Ja, stark durchgehalten und auch nicht getötet. Starke Nerven auf jeden Fall. Aber auch natürlich das ganze Team, Lupien, der immer seine Ultimates auf die Seraphine gefunden hat und sie einfach instant deleted hat. Ja, und auch Saruch natürlich mit seiner Vayne, der vom Positioning her extrem stark war und nie wirklich bedroht werden konnte von Galio oder von Rell. Und die Vayne schon wieder hat hier wieder Most Damage. Hat sie nicht. Nee. Max, von seiner Hölle geht Trades. Ja, Max hat Mustache und dann die Kinder tatsächlich. Aber die Vayne hat wirklich sehr stark gespielt dann am Ende noch und immer in jedem Fight alle Tanks down geschüttet. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder gleich in eine kurze Pause. Und ja, dann gehen wir ins vierte Game rein. Aktueller Spielstand 2-2 für DWSJ. Wir sehen uns gleich wieder. Sind wir raus, Dennis? Jetzt sind wir raus, ne? Also bin ich. If you're gonna talk that talk, then you better walk that walk. If you're gonna talk that talk, then you better.
put me under siege. Yeah, I'm a champ, I'm a legend, I'm a beast. Used to be the underdog, I got off the leash. I'm done barking, I only bite. Drop the roof for the night like it's only right. Hold it tight, both hands on the holy grail. Come and get it when you fail, you can hold the L. If you're gonna talk that talk, then you better know how to walk that walk. Tell the arc, let's run it. Everybody gunning for the top, let's run it. Go ahead, show me what you got. Shot down, this is where the hunters get hunted. Yeah, let's run it. Everybody gunning for the top, let's run it. Go ahead, show me what you got. Run it. This is where the thrones getting overthrown. This is where the hunters get hunted. Yeah, let's run it. Yeah, I'm ready, let's run it. If you ready, let's run it. You know I run the game. I catch you running your mouth and then you run away. You see me when I'm winning, you got nothing to say. I bet a bag on it, that's a big bet, it's like 100K. Yeah, double or nothing, I know he bluffing. If he yapping, I'ma hush him, it's no discussion. Show him that I really do it and he really doesn't. If you really want it, then it's time to run it. If you're gonna talk that talk, then you better know how to walk that walk. Tell the arc, let's run it. Everybody gunning for the top, let's run it. Go ahead, show me what you got. So, wir sind zum vierten Spiel wieder da. Das heißt, wieder OW gegen DWSJ. Wir sehen wieder den Seitenwechsel. Wieder der Lee-Ban von DWSJ. Wieder der Anyban. Und wieder wahrscheinlich wieder den Udyr rausnehmen, glaube ich. Udyr war einfach. Ein Band von OBs sind wieder dieselben. Die Frage ist, ob man sie jetzt nochmal auf die Rail bekommt und nochmal die Windmarker nennen. Man kann auch die Rail selber first picken. True. Oder man baitet jetzt wieder in das Marker-Matchup rein, was extrem gut funktioniert hat. Für DWSJ, man kann auch wieder den Hacker reinpicken. Ich glaube nicht, dass es wirklich fit wäre. Kann auch hier für Senna picken, Shen picken. Hat eigentlich genug Möglichkeiten. Schade, sich für die Seraphie. Auch bei ihnen eine Flex zwischen Mitte und Support. Picken. Ja. Heißt, sie nehmen einen starken Pick weg. Der im zweiten Game für OB richtig gut funktioniert, im letzten Game nicht so gut.
fickt man selbst den Hekarim anscheinend. Man kann jetzt selbst für Hekarim Shen schauen. Ja, extrem gute Kombo. Hatten wir ja schon gesagt. Ja. Hatten wir in Game 1 und Game 2 von DWZ gesehen. Und da haben Scrimper und Kuni auf jeden Fall, oder Kuhn, im ersten Game einen ziemlich guten Job drauf gemacht. Jo. Aber ich bin jetzt gespannt, was sie noch dazu picken. Sie picken eine Orianna noch dazu. Was auf jeden Fall interessant ist, überhaupt gegen den Champion Pool von Lupien, der halt auch seine das viele Assassins spielt. Und da ist eine Orianna eigentlich nicht so gut dagegen. Also man könnte hier nochmal für einen Fizz gehen. Also die Frage ist, für einen Charmin. Die Frage ist, ob Lupien jetzt vielleicht für seinen Talon geht. Ja, weil man jetzt hier auch den Damage hat. Den AP-Damage von Seraphine. Ist zwar nicht unbedingt viel. Aber okay, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber vielleicht spielt aber ich Lupien glaub, auch. Die Seraphine. Ja. Deswegen sollte man hier wahrscheinlich nicht die Midlane sagen. Oder ADC, aber man pickt hier Wayne. Das heißt, man hat noch den Flexpick zwischen Mitte und Support. Die Wayne wieder auf. Also Saruch wieder auf seine Wayne. Die ja extrem gut funktioniert in Game 1 und Game 3 jetzt. Würde sie wahrscheinlich für einen Support-Pick gehen, I guess. Ja, oder AD Carry, ja. Ah, was für ein Pick Samira. Okay. Ist natürlich extrem gut gegen Seraphine, wenn einfach die Seraphine die einfach weg abblocken kann. Und da natürlich extrem viel Potenzial rausnimmt von der Teamcomp, von DWSJ. Was sie auf jeden Fall einschränkt. Die Frage ist gerade, spielt Lupien Sylas? Wäre auf jeden Fall extrem stark hier. Ja. Mit Heka-Ulti oder mit Orianna-Ulti. Zieht man hier den Fizz raus. Was wäre, wenn ich halt extrem stark gegen Orianna funktionieren würde? Man will ja wahrscheinlich einfach die Supporter, die Midlaner rausnehmen. Ewig sollte die Supporter rausnehmen. Das ist auch schon machen. Ja, jetzt sind wir auf den Talon raus. Jetzt vielleicht noch. Vielleicht den Shen. Können wir noch Nautilus rausnehmen? Oder den Shen halt, ja. Kommt drauf an, ob sie eben. Oder den Rakan. Ja, der kann. Ja, er kann. Jetzt kann man sich den Shen. Jetzt kann man sich für Shen entscheiden, I guess. Mhm. Oder man entscheidet sich für einen anderen starken Top-Laner, wie zum Beispiel Renekton. Dass man oder sie Cho'Gath irgendwie versucht. Ja, ich glaube, Max spielt Cho'Gath nicht. Na, hat der im ersten Game, glaube ich, gespielt. Gegen Shen. Nee. Man pickt der Leona, das ist mal wieder ein guter Top-Play-Matchup haben. Okay. Die Leona ist mir auch eine extrem starke Botzeit kommt. Was auf jeden Fall jetzt Lockdown für die Vayne ist mit der Leona. Was ja in den Games bis jetzt gefehlt hat. Man hat jetzt extrem viel Dive-Potenzial. Es ist halt die Frage, wie gut kann Lupien und Saruch das ausspielen? Lupien ist mit Yawn. Das heißt, sie wurde auf jeden Fall aggressiv. Das heißt, es wird auf jeden Fall. Man kann sich jetzt noch Shen. Wahrscheinlich Shen einen Tank-Top-Laner dazu sichern. Ja. Irgendein Tank-Top-Laner wird das jetzt. Man kann wieder für Cho'Gath gehen, man kann wieder für Shen gehen, aber man geht wieder für Cho'Gath, I guess. Ja. Leider auch extrem stark funktioniert. Ja. Auch wenn das Early Game. Unlucky gelaufen ist. Schwierig war. Ja, unlucky. Stimmt, was unlucky sein. Wenn die Seraphine hier aber. Es ist Seraphine Support, das heißt, man hat hier. Bis auf Cho'Gath kein AP Damage. Also ja, auch wenn Seraphine auf Schauen auch ein bisschen AP Damage mitbringt. Ja, aber kann man sich Damage. Den Bully Bear auf Top Lane sehen? Ja. Auch von Wüstenfuchs. Oder, ja. Ehemalig Wüstenfuchs jetzt. Max. Another Most Bridge. Man hat auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde den Draft von OB auf jeden Fall schon einiges besser. Ja, same. Also ist es nicht mehr so reliable auf die Kindred.
wie man im letzten Game war. Man hat es auch auf jeden Fall auf viel mehr Möglichkeiten. Heka Uriana ist auch eine sehr starke Kombi. Ja. Und dann mit der Leona. Das Ding, wie hart kann Yone dieses Mittler-Matchup gewinnen? Wenn dieser Yone hier mit 2 Kills aus der Lane kommt, könnte das sehr, sehr schwierig werden, sagen wir so. Ja, stimmt schon. Und es kommt auch drauf an, ob die Leona in Fights auf die Vayne kommt. Ja. Und natürlich auch, ob die Samira W es schafft, die Seraphine Ult zu blocken. Also ich denke, es wird viel, also die Fights werden hier sehr viel entscheiden. So generell die Decisions in den Fights. Ja. Aber. Wir sehen aber auch die Seraphine zum ersten Mal in dieser Series auf der Support-Position. Ja, davor war sie auf Midlane und auf ADC. Jetzt haben wir sie auf Support. Wir haben noch mehr Champions, die wirklich aktiv was machen können, außer halt Cezinn und Tien. auf der Position. Aber ich lasse mich gerne überraschen, was hier ausgehen wird. Das ist natürlich der Matchball für DWSJ. Und wenn sie das hier gewinnen, dann können sie den Sieger vom letzten, wo es noch ein Format war, mit OB, können sie damit aus dem Turnier vorzeitig schmeißen, weil dann können sie nur beim maximal den dritten Platz erreichen, wenn sie dieses Spiel jetzt verlieren. Ja. Ich denke, das sind die beiden Favoriten, oder? Die gegeneinander spielen. Also ja, auf jeden Fall. Also OB ist sie auf jeden Fall als Favorit reingegangen. Einfach schon, wenn man bedenkt, ja, sie haben letztes Jahr absolut durchgestompt, was noch das Ligenformat war. Und jetzt haben sie sich wieder angemeldet mit auch ähnlich starken Team, auch wenn es eine Änderung im Jungle gab, wo der MVP das Team verlassen hat mit Double N. Aber mit Dakri hat man auf jeden Fall für einen eigentlich guten Ersatz gesorgt. Ja. Aber Dakri auch bisher sehr stark in den allen Games. Wurde, hat sehr, sehr viel Verantwortung bekommen. Konnte er leider nicht im letzten Game ausspielen, aber. Aber es ist ein 7-0 Uge-Game, spricht halt auch. Ja. Für ihn. Rotation, die zwei Bans gegen ihn, die gezogen werden müssen. Aber mal gucken, ob er dieses Game wieder genauso an seine Performance anknüpfen kann, wie er es davor hatte. Ja. Botlane wird man, denke ich, die ganze Zeit Prior haben. Seiten? Seiten Samira, Leona. Ja. Ich denke, auf Toplane wird's. Toplane bin ich mir gar nicht sicher. Ich kann beide auf jeden Fall Prio forcen, wenn sie wollen. Midlane wird wahrscheinlich der Yone die Prio haben, einfach nur, weil Orianna einfach nur aufpassen muss für diesen Orleans. Mit Yone, Jarvan, da will man das Orianna eigentlich nicht gegenspielen. Nö. Dieses Jungle, diese Jungle 2v2-Achse ist extrem, extrem strong. Von DWSJ. Aber gucken, ob sie sich ins fünfte Game entscheiden, ob sie sich ins fünfte Game boxen können oder ob sie oder ob DWSJ sich den Sieg und somit den Platz im Finale sichern kann. Das werden wir in diesem Game hoffentlich herausfinden. Und hoffentlich in einem spannenden Game. Nicht wieder wie das eine Mal stammt das andere. Das ist die andere. Wo das letzte Game sehr, sehr spannend war. Ja, das stimmt. Bis zu einem gewissen Punkt. Wir müssen ja auch von den Runen her wieder nichts Besonderes. Ja, eigentlich das Standard, was man erwartet. Also, ja, eigentlich. Alles zu erwarten.
Der Higrim hat aber auch einen deutlich schnelleren Clear als der Jarvan, finde ich. Ja, auf jeden Fall, aber Jarvan hat im Team fett. Ja, das spielt man eigentlich so. Das ist normal. Ja. Unsere Regie wundert sich, warum sie Elfin Garen dabei hat. Aber ist normal. Ja, das stimmt. Sehr viel Support ist wirklich sehr selten geworden. Aber. Aber spielt man. Ich bin hyped auf das Game. B muss jetzt alles zeigen, was sie können, damit sie noch ins fünfte Spiel jacken können. Ja, so gefühlt. Mal schauen, ob man jetzt hier was Level 1 macht. Ja, man pinkt ja auf jeden Fall Topset, das heißt, man will wieder Scrimper tilten. Scrimper, du arme Sau. Ach man. Scrimper wird wieder gefokust hier. Was ich behindert? Ups. Ich vergaß, dass ich hier den Stream habe. Könnte gefährlich werden. Wenn. Man spottet sie nicht. Kuhn jetzt hier Base geht's. Oh, man ist zu zweit. Jetzt spottet man, jetzt hat man sie gespottet. Okay. Jetzt hat man Scrimper auch gespottet, aber Scrimper wird hier ohne das irgendwelche weiteren Schäden rauskommen. Ja. Oh, ja, da kommt er eh nicht dran, das wäre ziemlich riskant. Ich dachte, mit einer Kuh hätte Scrimper vielleicht am Anfang stunnen können. Ja, aber ich glaube nicht, dass man da darauf volloppen kann. Oder erfolgreich darauf volloppen kann. Wir sind jetzt den Botset-Start von Jarvan und den Topset-Start von Dakri. Heißt, die Jungler starten zum ersten Mal an verschiedenen Punkten in der Series. Ja, obwohl im letzten Game. Letzten Game war es auch anders. Actually. Ja, im letzten Game wurde ja auch invaded. Invaded, ja. Aber man hat halt den Ward beim Blubber von OB, aber ich glaube, der Ward wird nicht wirklich viel. Aber jetzt Jarvan will für eine Level 2 gucken. Jetzt kriegt den Knockup durch. Sebi muss hier flashen, aber Sebi wird halt trotzdem fallen, oder? Wird er? Nee, ich glaube, das Shield. Ja, das Shield hat gereicht. Das Max hier mit dem Trade auf Scrimp. Scrimper muss aufpassen. Scrimper fällt wieder low. Aber ein sehr wichtiger Gang von Jarvan. Ja, Flash bekommen, hat sie Knight verloren. Aber Sebi ist jetzt hier halt schon komplett aus der Lane raus. Hat seine drei Crafting Potions schon reinhauen müssen. Ja, und wird hier komplett rausgebullet. Ich bin halt jetzt auch die Freiheit, nochmal warden zu gehen. Raptor Camp ist nicht mehr ab. Heißt, man sollte wissen, Akri besser ist. Man stellt jetzt auch einen River Ward. River Ward. Um den Hergrim zu spotten. Man spottet den Jarvan wahrscheinlich gleich. Jo. Auf Topside, das ist sich. Auch wenn man keine Prio hat. Ohne mit kleinen Pew wird's vielleicht schwierig für den Hergrim gleich. Nee, mit der Prio. Hat er nicht, aber Kuni ist eh Topside, von daher. Ja. Traden sie einfach die Crabs. Hin und her. Auch Scrimper hat hier die Prio auf der Topside. Also bis jetzt. Abseits von der Level 2 Gank. Nichts wirklich passiert. Aber Sebi hat gut recovern können. Ist jetzt auch wieder Full Life. Jetzt Dakri, Wille für einen Botside. Botlane Gang schauen. Jetzt kommt der Flash Engage von Hennalo. Der Knockups. Oh! Jetzt kommt der 3-Mann-Root. Ah, da war die Kommunikation nicht da. Weil JNL hat den Charge-In von Dakri abgeblockt. So mit seinem Knockup.
da war die Kommunikation leider nicht da. Und Seraphine konnte mit dem Flash rauskommen. Man tradet hier actually gut für DWSJ. DWSJ. Man tradet gut für DWSJ von Summoner Spells her. Man hat nur Flash of the Seraph verloren und bei OB hat man Ghost auf Hecarim und Flash und Ignite auf Leona verloren. Ja. War zwar schön gedacht, aber von der Umsetzung her nicht ganz gepasst, aber passiert. Ja. Jarvan jetzt Botside, aber man hat ein man hat Vision im Tribush. Von OB. Hecarim juggelt sich jetzt auch wieder nach unten. Der Drake ist jetzt ab. Ja, jetzt Sage hat sich die Brille da schauen können in der Midline. Sein TP noch aufheben können. Jarvan. Skrimper hat noch permanent Toplane bringen. Jarvan ist wieder Midline. Sage hat noch keinen Flash. Face Rush prockt, aber es war nicht connect. War auch nicht draußen. Und damit kommt Sage nochmal raus. Wenn der Rocker wieder connected ist, Sage auf. Das hat man in den Ward geplaced, das heißt, Dakri kann der nicht agen. Max jetzt Level 6 in den Gage Count schauen, aber wurde gesilenced. Von daher nicht möglich. Jarvan wird hier später Level 6 hitten als Hackerin. Hacker. Ja. Ah, sehen Sie. Max schon mit 6. Jarvan ist jetzt. Da kriegt wieder Botzer, also wird sich die Crap oben können. Ist die Frage, will Dakri für den Drake spielen? Das war ein Spotterin, ist auf jeden Fall mit Midlane. Ja, aber da ist nichts ab. Man kann wieder versuchen, für einen Botlane-Gang zu schauen. Über den Trabash, aber man, macht man entscheidet sich für den Drake zu gehen. Der Jarvan ist wieder Mitte. Aber Sebi hat Flash diesmal. Und Jarvan ist noch nicht Level 6. Ne, das stimmt. Ja, man entscheidet, wenn jemand die Lane, die Wave reinpushen. Und Dakri hat auch den Drake nicht resettet. Ne, man geht auch so für den Drake. Jetzt kommt Tune wahrscheinlich gleich spotten. Dakri ist auch schon low life. Beide Jungle sind Level 5. Kommt jetzt Richtung Mitte. Save. Fällt. So Top Lane, die Trades. Max. Ganz starke Trade gegen Skrimper. Dakri ist schon ganz low gedroppt. Smite sitzt aber. Es kommt der Engage. Dakri auf die Wayne. Wayne flasht aber. Ja, dann muss ich wieder aufpassen. Jetzt kommt das TP und das First Blood. Cool, Flash hinterher, dann wieder. Vielleicht kommt noch ein Ultimate. Er kommt in Ultimate Range. Ja, dann L. Er hat noch kein Ultimate. Ja, dann L wieder auch fallen. Kommt der Kill von Jarvan. Jetzt muss Sebi, muss ja auch aufpassen. Sebi, der Ultimate trifft von Lupien. Flash nochmal. Lupien hat den Flash verkackt, aber es ist egal. Jetzt ist auch noch Max. Ist auch nochmal in die Mitte TP'd. Scramper ist aber auch hier. Flash in den Lockup rein. Kommt hier nochmal raus. Da hat man den Drake gegen 3 Kills getradet. Nicht so gut. Ja, also bis jetzt wieder ganz stark von DWSJ. Schon angesprochen, dieses Mittel-Matchup ist einfach extrem, extrem schwer zu spielen. Für gerade wenn der Jarvan so oft vorbeischaut. Ja, es ist auch 20 CS, dann hat Lupin hat Kill-Advantage. Wenn wir da jetzt mal aufs Gold schauen, ich sah da jetzt schon 800 Gold-Lead. Oder 8. Also das wird schwierig. Und ja, gerade weil die Orianna hat jetzt wieder kein Flash, das heißt, der Jarvan kann wieder ganken. Und sie vielleicht sehr leicht abholen gleich. Ja, auf jeden Fall. Jarvan hat zwar kein Ultimate ab, noch nicht, aber wenn er wieder Ultimate ab hat, dann kann er auf jeden Fall wieder Midlane for free vorbeischauen und dann sollte Orianna eigentlich wieder sterben. Ja. Ah, jetzt muss man ja auch aufpassen. Das hat den Jarvan hier nicht gesehen, aber. Aber die 20 CS, die man Mitte hätte, ist mein Botlane auch behind. Tatsächlich. Ja. Dafür hat die Wayne 2 Assists. I guess. Ja. Also natürlich, ist man, über die Karte ist man 1000 Gold ahead auf Seiten. Ja. DWSJ. Ja, wann ist es ja so? Die wirklich starken Jungs von Legion of Legends aus Deutschland. Jetzt kommt der Trade von.
Knockup sitzt aber, von daher kein Potenzial, irgendwas zu machen. Oder, jetzt kommt der Ultimate, Turret ist disabled. Kommt der Flash von Scrimper. Der kommt hier nochmal raus. Aber jetzt muss er aufpassen, dass er nicht redived wird. Scrimper hat auch kein Ultimate ab. Aber er spielt das extrem gut, positioniert sich um seine Turret rum. Damit es schwer wird, ein Opening zu finden für Max. Starkrid befindet sich in der Alcove. Ich glaube, man weiß es nicht. Hey, hallo, hat Ultimate ab. Kommt der Flash von Happy Life? Oh, Ultimate sitzt nicht, aber ich glaube, man sollte trotzdem den Kill bekommen. Jetzt kommt dann mal der Engage, aber auf den Max zieht sich in Bedrängnis auf das Hotplane. Scrimper hier muss er aufpassen, aber Kuhn sichert sich das Crossmap-Play. Sollte sich jetzt wahrscheinlich auch den Herald sichern können. Einfach mit der mittleren Brille von Lupien. Und damit tradet man wieder 1 for 1. Kill bekommt Hegen auf der Botside und Jarvan auf der Topside. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch Richtung Midlane. Shockwave sitzt, Ultimate aber von Lupien und der kommt raus. Ganz stark mit Ultimate nochmal den Gank zunichte gemacht. Ja, den Drake, den Harrods sollte man eigentlich nicht contesten, obwohl Ken Hallo im Weg noch. Aber Max ist noch extrem weit weg und man hat kein Ultimate. Jetzt kommt aber der Engage von Dakri auf Kuhn. Kuhn ist schon low gedroppt. Drake hat nur mehr 5 HP. 500 HP, nicht 5. Und man kann sich den Herald sichern. Weil der Rom von Leona einfach genug Prio ausstellen. Da muss man jetzt. Jetzt haben wir die Stärke von der Kombo gesehen. Mit dem Movement Speed Buff, den Orianna ergeben kann. Ja. Auch ein sehr schöner Gank in der Midlane übrigens. Auch wenn der Leona rausgeholt wird. Pien. Ach, das sehen wir. Das Matchup ist einfach. Der Engage von Hitz. Happy Life, muss ich aufpassen, Happy Life ist schon ganz los. Joiner kriegt seinen 5. Ultimate weg. Und er geht nochmal zu Seed, aber Hills kommt nochmal von Saruch raus. Er kommt hier nochmal raus, man tradet 1 for 1. Leona kriegt aber den Kill, das ist... Hegrim kommt jetzt nochmal runter. Dakri ist auf dem Weg nach unten, wird aber gleich gespottet im Trubbish. Ja. Und lass sofort ab, weil er weiß, dass er das nicht mehr... Ja, Drake spawnt auch in 30 Sekunden, das heißt, man sollte nochmal versuchen zu resetten, Vision aufzubauen. Max hat kein TP, Scrimper hat kein TP. Das heißt, die Top-Laner sind hier bei dem Drake voraussichtlich nicht dabei. Außer sie entscheiden sich jetzt hier, die Wave aus zu pushen und runter zu rennen. Was aber, glaube ich, nicht der Fall sein wird. Weil Max will jetzt hier für den Base schauen. Ah, Drake spawnt schon in 5 Sekunden. Man hat es aber, die Drake-Prio ist aber Seiten von B. Moment. Der Scrimper macht sich jetzt auf dem Weg nach unten. Max kommt hinterher, keiner pusht die Wurst. Das heißt, es wird nur 5 gegen 5 Teamfight. Seraphine hat Ultimate, Leon hat noch kein Ultimate. Oh, da wird man jetzt. Charvan und Charvan und Seraphine wurden jetzt gespottet. Jetzt muss man aufpassen, Yon Ultimate geht ins. Der Spieler zurück, es kommt der Flashing Kuhn. Kuhn ist aber ziemlich tief. Kuhn, wie der jetzt fallen. Es kommt ein Gage von Hicker, es kommt ein Gage von Wulipe. Der ist noch aus dem Fight draußen. Die Leon Ultimate trifft 2 Targets. Jetzt kommt der Engage von Jotarell, Jotarell kommt rein, Lupien fällt und auch der Jungler und auch der Toplaner Scrimper wieder auch mal fallen und das sollte der Drake für OB werden. Da ist der Jarvan zu deep gegangen. Mit ja. Dem Jon. Viel zu weit rein. Und das hat jetzt 2k Gold eingebracht. Hat OB ja. Jetzt 2k Gold eingebracht. Viel zu weit rein engaged. Jetzt die Wayne, geht er nochmal fürs Play. Jotarell flasht hier noch. DD und Blade das hier sogar! Saruch kann er da genau nochmal mitnehmen. Oh, da ist der kriegt doch den Double Kill! Was denn Play von Saruch? Saruch. Ganz, ganz stark gemacht. Kann dieses Play nochmal hier den. Kann dieses Play nochmal irgendwie gefühlt negieren? Hat es nur mehr 300 Gold Lead bei OB. Also nochmal ganz, ganz stark gemacht. Von Saruch, der wieder auf seiner Wayne absolut insane Plays macht. Ja, je nachdem, wie das Game ausgeht, hat er. Also bisher hat er 2 von 2 Bane Games sehr gut gespielt, sag ich mal. Ja. Als Drake ist zwar an OB gegangen, haben wir jetzt auch den zweiten Drake. Wir sehen einen Mountain Soul. Jetzt Happy Life. Wieder Division clearen. Aber ein Halo ist auch on the way up. Mountain Soul wäre auf beiden Teams wieder sehr stark. Pian muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, Harris Weg, von daher kann er nicht weiter reingehen.
Von daher war hier kein Kill-Potential auf die Orianna. Jetzt kommt das TP von Max Toplane, das heißt, man wird wahrscheinlich die TP-Advantage haben für den nächsten Drag. Da kriegen wir sie für den Mittelgang schon, genauso wie Hallo. Die Ultimate sitzt nicht, aber er kann die Ultimate mal canceln. Das wird das Ende von Lupin sein. Und Hallo kriegt wieder den Kill. Ah, das ist unlucky. Das aber ein schöner Roam auf jeden Fall von Hallo. Sollte sich jetzt auch den Midland Turret sichern können mit dem Herald. Naja, wohl. Nicht mal. Peter sich auf den Hackerim. Wayne moved auch nach oben, aber der sollte ja eigentlich nicht wirklich gefährdet sein. Happy Life nimmt sich die Midland Wave an, bis Lupien wieder da ist. I guess. Ne, man geht sogar für einen Swap. Oder nimmt sich Wayne den Rap-Buff? Was? Sie machen einfach gar nichts? Okay. Sie lassen den Midland Wave an. Okay. Ist auch fun, I guess. Das ist jetzt sehr low. Ja. Also sehr low. Ah, ja. Scrimper? Wieder weggetradet von Max. Max outtradet Scrimper die ganze Zeit schon. Also, das Matchup ist auf jeden Fall. Aber man muss natürlich bedenken, dass ein Choker einfach tanky wird und dann im späteren Teamfights hat jetzt OB wieder nicht so viel gegen die Tanks. Jetzt kommt der Engage und die Ultimate zu die Windwall zu den Herrle wird. Und wieder ein Shutdown für die Wayne, die jetzt 4-0 steht. In der Zwischenzeit wird aber Lupin von Dakra attackiert. Die Ultimate kommt durch und Lupin wird fallen. Man tradet ja auch nochmal einen Kill dagegen. Max will jetzt hier Scrimper töten. Scrimper hat noch kein Ultimate. Max hat Ultimate. Das heißt, er kann noch gehen. Aber entscheidet sich dagegen. Er will nicht ohne Wave in den Turm ran. Jetzt hier mit Jam Tank hat er versucht, den runterzurennen. Man kann den First Blood Turret holen, Seiten von B. Bevor sich den Main den Turret unten gönnt. Und das Bonus Gold mitzackt. Mit 4-0 ist sie halt wieder extrem stark im Spiel. Ja, und die Vayne hat jetzt schon wieder, ist in dem Game auch wieder sehr gut gegen OB. Vor allen Dingen, weil man auch seitens DWSJ sehr viel Peel hat. Ja. Mit der Seraphine und dem Choga vielleicht, mit der Q. Aber ja, diese Seraphine reicht eigentlich, um die Vayne in dem Fight gut live zu halten. Wenn die Vayne hier in diesem Fight wieder nicht bedroht werden kann, dann haben wir haben ja schon gesehen, was die Vayne machen kann mit dem letzten Spiel. Doch schon im ersten Game. Natürlich, man hat gutes Backline Dive Potential. Seiten von OB. Dieses Mal. Aber ob sie es halt ausspielen können, ist die andere Frage. Man ist aber noch im Gold ahead. Bei OB. Einfach durch dieses First Blood Turret und durch die zwei Drakes. Das sieht man auch, Items Topside. Entscheidet man sich auf Seiten des Volibears für die AP-Variante mit Sonias? Ja, haben wir auch schon im letzten, im ersten Spiel von Dakri gesehen. Hat er den Volibear gespielt, hat auch Second Scrimper will ein bisschen traden, aber Max verliert den Trade zum ersten Mal. Man trappt hier jetzt von OB. Scrimper hat TP-Advantage, Max hat kein TP. Max versucht jetzt runterzulaufen, weil ich halt genau wissen. Track ist ab, Lupien war auch im Track dran. Müssen wir aufpassen, eine kurze Self-Note kann den Fight entscheiden. Scrimper ist jetzt als erster da, Scrimper löst den Knock-Up. Ducky rennt einfach durch, Drake auf 3k. Die Ultimate sitzt auf JNL. Also Engage! Ja. Die Yolo-Ulti sitzt auf 4 Leute, JNL kann diesen Fight spielen, JNL kriegt so viele Ultimate durch. Ist auch wieder einfach weggestunt. Sauch wieder nochmal runtergegangen von Hecarim, das ist der Quadra für Hecarim. Will er sich den Panther holen? Er sucht Lupien. Ist das der Panther-Kill für Dakri? Das ist der Panther-Kill für Dakri! Absolutes, insaner Teamfight von Dakri. Da haben sie gesehen, also da hat man jetzt gesehen, was diese Team-Comp machen kann. Ja, einfach eine Wombo-Kombo. Ja, absolut. Da hat man die Leona-Ult auf die Seraphine bekommen, die Seraphine konnte erst. Er konnte gar nicht ulten in dem Fall, glaube ich. Oh doch, hat ganz am Ende geultet. Aber wenn die Leona ult nicht die Seraphine trifft und die früher ulten kann, dann kann es der Fight halt auch genau in die andere Richtung. Heute noch
den LCK und den Hegerim Panther gesehen von Pusik. Und jetzt macht Dakri den Hegerim Panther. Ja, also, Balance Champion, by the way. Ist ja auch erst seit 12 Patches Meta, deswegen ist es okay. Ja. Ja, da hat die Teamcomp gescheint. Das ist genau das, was sie jetzt brauchten. Der Volibear nimmt sich den Herald hier. Muss man schauen, wo man den einsetzen kann. Wahrscheinlich einfach, wenn Voli splittet. Man ist ja auch jetzt auf Megarim ein ganzes Item vorne durch den Fight. Hat man sich einfach ein Deadman's Blade full buyen können. Ja, wenn wir jetzt mal auf Gold schauen, haben wir einen 2100 Gold Lead von Dakri. Sebi auch 1000 Gold ahead. Auf ADC ist Saruch 1500 Gold ahead. Dakri hier auf Toplane will Scrimper bedrohen. Scrimper ist es vielleicht auch ziemlich hoch, tankt extrem viel Zuschuss. Da hat noch Ultimate, geht zwar daneben, aber Scrimper wird trotzdem fallen. Das ist Dakri mit seinen 9-10 Kill. Ja, dieser Trick Dakri wieder. Wie wir auch im Draft angesprochen haben, starker Ersatz. Starker Ersatz für Double N. Der im letzten Split MVP wurde. Ja, Vayne kritisiert den Rap-Off. Was im letzten Teamfight entscheidend war, ist, dass die Vayne nicht runsteppen konnte, weil der ganze Sie auf einen Haufen war und sie konnte halt nur hinten stehen, weil sonst wird sie einfach komplett angedasht und das war einfach überfahren. Und ja, jetzt macht man hier einfach den Nash. Wird auch nicht gespottet. Kuhn macht sich zwar auf den Weg nach oben, aber man weiß halt nicht, dass die Nashen. Und jetzt hat man die erste Info, glaube ich. Sie dran sind, man will sie auch turnen, aber das wird der Nash. Für OB. Oh, dieser für OB. Es kommt der Engage auf Happy Life, kriegt bei Manu Ultimate, Dakri. Der steht auf Happy Life drauf. Saruch jetzt gegen Dakri. Dakri muss aber aufpassen, Saruch ist fett. Es kommt der Engage von Kuhn. Kuhn muss aber aufpassen, jetzt Ten Hallo geht auch nochmal rein. Hat aber kein Ultimate mehr. Ja, das wird einfach ein Free Baron. Jetzt kann der Volibear unten den Herald einsetzen, vielleicht. Er kriegt den Midland Turret Seiten von DWSJ. Er kriegt aber den Botland Turret von OB. Muss ich aufpassen. Volibear. Versuch, es ist doch gerade noch ein 2-Level-Lead. Aber er hat keine Vision. Gehen. Lupien geht hier auch rein, hat noch Ultimate ab. Vayne und Jarvan sind on the way up. Ja, jetzt kommt die Vayne hinzu. Max hat noch Ultimate. Max kann noch mal wegspringen. Dakri ist jetzt auch on the way. Der ist aber in die Jarvan Ulti rein oder in den Jarvan Knockup rein und muss selber noch mal rausholen, bevor er selbst noch stirbt. Es kann bei sich jetzt versuchen, den Topside Zyrus zu holen, aber Drake spawnt in 50 Sekunden. Ja, den Drake sollte man. Also den Drake muss man theoretisch contesten. Ja. Aber kann man wahrscheinlich nicht, wenn man 5k Gold behind ist. Und wenn die jetzt, ja, aber wenn OB jetzt die Drake Soul kriegt, wird das Game wirklich sehr kritisch. Ja. Man muss für den Contest spielen, eigentlich. Jogger fährt doch in seinem VTP. Er hat aber keine Selfie-Note ab zu Drake. Aber man hat Jogger. Seiten von OB. Man hat aber auch keine Hicker-Ult. Es hat von OB und auch keine Wut-Ulti. Und es gibt keine, aber die Jarvan-Ult ist halt auch nicht da. Also, ja. Ja. Also, wichtige Ultimates sind nicht zur Verfügung. So, Max ist es auch unten, Sebi ist noch oben, Sebi hat aber auch noch die P. Ja, Saruch pusht ihn nochmal mit los, aber man will den Trick auf jeden Fall contesten. EWSJ. Beide TP. Skrimper rein, Sebi teleportet aber auch. Dakri hat auch gleich ihr Ultimate ab. Max wartet hier in der Flank. Jetzt müssen sie engagen. Jetzt kommt die Leona-Ulti auf zwei Leute. Joga sichert sich den Drake. Happy Life mit der Ultimate, aber die wird gekontert. Dakri ist hier auf Saruch kann aber escapen. JRL ist low gedroppt, aber Dakri zerstört komplett Saruch. Die Shockwave von Orianna sitzt auch. Scrimper fällt auch nochmal weg. Und Jarvan wird nochmal von Max runtergerannt. Und das ist der Drake. Zwar für DWSJ, aber er hat
4 Kills gekostet. Ein teurer Drake. Und wahrscheinlich dann in Imp. Man hat aber tatsächlich keine von DWSJ keine andere Option wahrscheinlich, als den Drake zu contesten. Ja. Man hat ihn auch bekommen, das heißt, man kann noch mal irgendwie Zeit rauszögern. Die Frage ist nur, ob man besser scaled, und ich denke, ja, vielleicht nicht. Ja, es wird halt schwierig, weil die Seraphine ziemlich wichtig für das Team ist. Aber da haben wir halt, da gibt's halt die Samira, die einfach die Ulti einfach blockt. Das ist halt der große Vorteil an diesem Samira-Pick. Ich denke, so, bevor man nicht zu dem Punkt kommt, wo alle Fullbit sind, wird man hier, glaube ich, keine Fights gewinnen können. Auf Seiten von DWSJ. Außer man kriegt eine 5-Mann-Self-Minute und eine 5-Mann-Jon-Ulti hin. Aber das ist halt ziemlich unrealistisch. Baron spawnt in 2 Minuten. Das wird das nächste Objective sein, für das sich OB wahrscheinlich entscheiden wird. Oder für das OB rumspielen wird. Und DWSJ kann das eigentlich noch nicht umsetzen. Die können sie ja Enemy jump. Ja, das Lupien. Über irgendwas. I guess. Ja. Ja, dann Elbe sich oben den Top Turret in Tier 1. Da haben sie jeden Tier 1 eingerissen. Und Midlane pusht sowieso automatisch durch den Inhibitor. Ja, das gerade durch den Inhib sollte Baron vielleicht auch relativ free sein. Ja. Saruch kriegt zwar alle Ressourcen rein, aber ob ihn das vor dem Hekerem schützt, ich denke nicht. Weil DWSJ hat auch ein entscheidendes Problem, und das ist, dass sie nicht wirklich viel Wave Clear haben, um diese Inhib-Minions zu clearen. Ja. Und eben dadurch vielleicht das Game herauszuzögern. Generell denke ich jetzt, der Baron wird wahrscheinlich dann auch den nächsten Drake bedeuten, wenn man die Soul hat auf OB-Seiten, dann sollte das auch ein relativ klarer Sieg sein. Dann kriege ich jetzt hier wieder Leute aufs Krimper hin. Hallo! CB sind. Hallo, kriegt auch den Stun durch, und ja, das war's mit Skrimper. Man ist eben auch 2 Level ahead auf Skrimper. Das sollte wahrscheinlich auch der Free Baron sein. Jetzt hat Skrimper sowieso keinen Tipp. Und kann es auch nicht den Baron versuchen, mit seiner Ultimate zu stealen. Von daher sollte der ziemlich free sein. Man hat jetzt auch keine Vision mehr von DWSJ auf dem Baron. Ja, aber kann man sowieso nicht contesten, so viel. Ja. Aber ich meine, es ist theoretisch noch winnable, denke ich. Wenn OB jetzt 2-3 Fights hintereinander nicht gut spielt. Aber ja, sehr aber wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn sie jetzt, also denn beim nächsten Drake-Fight, wenn DWSJ den contestet und den fightet und dann den Fight verliert, dann ist das Game over. Ja. Der nächste Drake ist in. Will jetzt hier sogar für einen Fight schauen. Chavan ist in der Flank, aber man die richtige Position. Es kommt aber der Engage. 3-mal Yoruchi, 5-mal Yoruchi mit Grievous Eye. Self-Reflected up. Jetzt kommt der Engage, starker ist schon Olaf. Die Wayne ist aber tot, die Double Shockwave. Da kriege ich Fall, das habe ich auch. Lupien lebt noch. Lupien ist jetzt aber auch gefallen, und das ist der ganze Damage von DWSJ aber auch weg. Und das sollte eigentlich der gewonnene Fight. Und ein Pentakill für Volibear. 2 Pentakills in einem Game. Ja, und das ist auch Game. Max jetzt auch mit dem Pentakill. Also, what the fuck? Da war schon wieder schlechte Kommunikation. Wenn da die Seraphine-Ult in einen bisschen anderen Winkel kommt, auf die Yon-Ult drauf, dann hat man, glaube ich, sehr viel mehr Chance, den Fall zu gewinnen. Ja. Und damit forsten sie das 5. Game. Das 5. Game, süß. Ja, also ganz starker Teamfight.
Eigentlich war es, eigentlich hat das ja am Anfang extrem gut ausgesehen. Für DWSJ. Aber dann hat die Seraphine Ult leider gemisst. Dann Max einfach komplett aufgeräumt. Macht auch nochmal den Painter-Kill. Schockwave vom Sebi. Auch nochmal auf zwei Leute. Da, und ja. Also Max hat diesen Teamfight einfach entschieden, weil er einfach auf Saruch einfach komplett gemonstert hat. Und ja, und damit forcen sie jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal in eine kurze Pause. Bis gleich.
So, und da sind wir auch wieder zum fünften Game. Das letzte entscheidende Spiel. Wir sehen hier OB auf Blue Side. Die DWSJ auf Red Side. Das ist zum letzten Mal. Geht hier rein in Summon Rift. Das entscheidende Spiel. Wer um den ersten Platz kämpfen wird. Und wer um den dritten Platz kämpfen wird. Es wird sich alles in diesem Spiel entscheiden. Also jetzt nochmal ganz konzentriert bleiben. Und ja, wir haben auch einen Wechsel bei DWSJ gesehen. Der Supporter ist jetzt ein anderer, man spielt es mit Yahiko. Und ja. Yahiko im Übrigen kaum Seraphine Games. Heißt, ich mag vielleicht keine Seraphine. Das ist ja, die Frage. Lasst mal den Hacker nochmal offen. Oder lassen wir die Elise offen? Ja, man lass den Hacker nochmal offen. Rell ist offen. Das wird der Hacker. Ja. Ja. Also, man hätte hier meiner Meinung nach den Anyban weglassen sollen und Hacker, Elise, Odiban. Ich sehe Any jetzt nicht unbedingt wirklich. So, ich meine es. Ich finde den Anyban auch seit Game 1 schon ein bisschen suspicious, weil sie wird jedes Game gebannt und er hat sie noch gar nicht gespielt im Cup. Ja, also vielleicht ist es auch sein Pocket-Pick, den er jetzt hierfür aufgehoben hätte. Aber ich hätte Kaiser. Auch das erste Mal im heutigen Abend, dass wir eine Kaiser sehen. Komischerweise. Ja, irgendwie verwirrend, aber war auch nicht einmal banned. Nee, also Kaiser fresh. Okay, eine ziemlich starke Botlane. In der Theorie. Das heißt, man denied damit den Rare Pick, man damit einen Rakan Pick. Oh, da bleibt eigentlich nicht so viel offen. Ah, Fios. Okay, aber Fios ist. Nee. Fios wäre nicht gut. Fios wäre nicht gut, wenn Fresh raus ist. Yasuo? Draven? Ezreal, okay. Mit was paart man den Ezreal jetzt? Wahrscheinlich wird sich hier ein Hallo für. Oder für eine Rare. Auch wenn sie gecountert werden, hat man es einfach mit S-Rare. Das heißt, er kann einfach die Lane dodgen mit Rakan zum Beispiel. Er muss einfach nicht auf Botlane sein, weil sie S-Rare haben. Ja. Das heißt, ein Halo wird permanent Midlane rumspielen. Das heißt, sie werden einen starken Midlane picken. Damit Lupien halt ziemlich bedrängen. Und gegen Rakan, Hecarim und weiß ich nicht, noch was will man nicht spielen. Scrimper jetzt wieder auf Shen. Duty zurück. Ich denke mal, man sollte auf Seiten von OB jetzt den Fizz rausnehmen. Ja. Weil einen Fizz zu campen ist ein bisschen schwierig. Ja, da bringt er auch zu viele Safety mit. Ja. Doch, Midlaner rausnehmen, Cassio. Ja, ist ein starker Midlaner. Man kann auch hier überlegen, ob man vielleicht Ari rausnimmt. Der hat ja auch schon mal gespielt. Der Sebi. Ah. So, ja. Oder so Akali. Weiß ich nicht. Vielleicht wird er auch wieder für Ori gehen, aber. Ich glaube, man könnte ja auch noch über eine Wulibärbahn sprechen. Ja, stimmt. Ja, da kommt der Wulibärbahn. Kommt auch der Wulibärbahn. Und ich glaube, es wird. Ja, dann. Jetzt sollte man hier. Jetzt sollte man hier Jungle picken, ja, damit man sich ein gutes Mittelmatchup schnappen kann. Man könnte hier. Ich könnte man hier picken, man könnte hier. Ich sehe, was man hier picken will. Mondo wieder. Okay. Haben wir auch im dritten Game gesehen? Das haben sie verloren, richtig? Nee, jetzt haben sie gewonnen. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben im dritten Game schon den Mondo gesehen. Ja. Und jetzt sehen wir.
Die Ori wird jetzt durchkommen. Ja. Und man hat im letzten Jahr gesehen, Sebi wurde zwar ziemlich oft von Lupien bedrängt und von Kuhn, aber er hat sich immer dagegen setzen können. Darius wird jetzt. Darius, huch. Das wäre. Ich würde einen Renekton vielleicht besser finden, Jibanus. Aber vielleicht ist es auch einfach der Pocket Pick für Game 5. Vielleicht ist es auch einfach Broken Blade. Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach. Jetzt macht er noch einen Panther. Ja. Ja, jetzt muss man schauen, was pickt man mit dir jetzt wieder den Ion? Eigentlich braucht man AP Damage. Nee, kann man hier nicht picken. Diana, okay. Also, zwei extrem interessante Drafts. Ich finde den von OB aber immer noch besser, denke ich. Ja. Die haben wieder extremes Bombo-Kombo-Potenzial. Wieder Ori-Hekerim. Oh, Team Freakers. Vielen, vielen Dank für den Raid mit 17 Personen. Danke, danke, danke. Gar nicht mitbekommen. Wir sind hier in einem packenden Best of 5. Wir sind im 5. Spiel angelangt. Also, spannender kann es eigentlich nicht werden. Und ja, mal gucken, was das Game für uns bringt. MVP im letzten Spiel ist Heger geworden. Das heißt, Dakri wieder mit dem MVP. Oder was wieder? Jetzt wieder auf Hekerim. Wieder auf Hekerim, wie auch schon im letzten Game, wo er seinen Pentakill machen konnte. Das war ein Schaut. Also ich denke, das Top-Lane-Matchup ist sehr schwer für den Gen. Das wird hart. Ja. Also ich habe zwar... Darius ist immer so ein Coin-Flip-Ding. Ja. Ist ja ziemlich schwer umzusetzen. Im Competitive-Play. Aber wenn hier Dakri... ein, zweimal auf Max vorbeikommt, zu Max kommt und Krempa irgendwie abhauen kann, dann kann hier einfach das Game runter snowballen und dieses Game gefühlt allein entscheiden. Mhm. Wie wir es ja auch gestern gesehen haben in der LEC. Vielleicht muss man gucken. Diana ist so ein bisschen wie Darius, denke ich. Also ist auch immer. Wenn Diana ahead kommt, kann sie das Game schon tragen. Ja. Aber da muss man halt. Dann schauen, ob die Ori sich ganken lässt. Weil im letzten Spiel hat es ja nicht funktioniert. Überhaupt, hier, das Ziel von OB wird es ja sein, dass sie versuchen, die Diana zu campen, abzuholen die ganze Zeit, weil sonst hätten sie hier nicht den Ezreal, den Rakan gepickt, den Rakan in den Trash rein, hätten sie sonst nicht gemacht, wenn sie nicht diesen Plan hätten. Ja. Das kann auf jeden Fall mit Ori, Hekerim und Rakan extrem gut funktionieren. Von daher bin ich gespannt, ob sie das hier auch wirklich ausspielen, wie es in der Theorie gedacht ist, würde ich einfach mal sagen, dass es ja auch ihre Denkweise war, bei dem Draft hier. Hm. Auch wichtig für die Teamfights wird sein, ob der Darius eine Entrance findet, ob der Darius auf einem Tank Stacks bekommt, um die dann zu transferieren auf die restlichen Teammitglieder. Ob er eben durchrennen kann, sich permanent live sehen. Oder nicht. Ja. Ah. Ah. Ich denke, man merkt das auch schon ein bisschen. Die Müdigkeit an. Es ist schon spät. 19 Uhr gestartet. Sitzen jetzt hier schon seit 3,5 Stunden sitzen hier. Und dürfen uns dieses spannende Match angucken. Aber für ein letztes Mal heißt es dann gleich. Ab ins Game. Und das wird nochmal ein richtiges Banger-Game. Ich glaube, keines von beiden Teams will sich hier Fehler erlauben im Early Game. Und ich bin echt gespannt, wie das hier wird. Sobald das Spectator Delay abgefordert sind, 5 Sekunden, springen wir auch schon rein. Und ja. Auf ein schönes Game, hoffentlich. Hoffentlich auf ein spannendes Game. Ja.
Aber vielleicht dich zuspannen. Nee, so eine 40 Minuten Banger brauche ich jetzt auch nicht. Aber, mal gucken. OB hat jetzt das letzte Spiel holen können. Allgemein, die letzten zwei Spiele hintereinander holen können. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Das ist immer abwechselnd gewesen. Ja, das heißt, in der Theorie her, wenn es so weitergeht, müsste sich jetzt DWSJ wieder den Sieg sichern. Wirklich starken Jungs von Digital Business aus Deutschland sichern können. Mann, der Name macht gar keinen Sinn. Der Name wurde nur erfunden, um uns zu nerven. Ja, ja, im Prinzip schon gefühlt. Ich meine, wer nennt sich die wirklich starken Jungs von Digital Business aus Deutschland? Also, aber den Namen kann man wenigstens nicht vergessen, weil das ist der Vorteil an dem Namen. So, aber wir sind jetzt auch in-game, was die Runde betrifft. Masteries, Summoners. Sieht man keine Verwunderung. Alles, wie man es erwartet. Lupien wieder mit dem Ignite. Das heißt, wenn man ihn noch abholt, wird es noch schmerzen. Scrimper, verlass uns mal das Game. Ja, okay. Okay. Wir sehen eine Pause. Cool. Jawohl. Vielleicht wird es einfach ein 20-Minuten-Game mit 30 Minuten Pause. Oh, extravagant. Oh, oder auch nicht. Er ist wieder da. Ready-Check wurde schon getätigt von OB. Das heißt, das Game sollte in den nächsten Sekunden wieder starten. Pause ist einfach frustrating. Wow. Oder auch nicht. Oder das war natürlich im letzten Spiel so eine Pause. Eine Pause ab. Ach. Okay, jetzt geht's los. Das ist noch die falsche Quelle, Dennis. So. Also. Aber sind wieder ganz normalen 5-Mann-Cover. Jetzt entscheiden sie sich nicht mehr für ein GC Level 1 Play, wie sie die letzten zwei Spiele gemacht haben. Jetzt wollen sie einfach rein. Jetzt wird schauen. Hegrim startet Bot. Mundo wahrscheinlich. Nee, Mundo geht resetten. Ja, wird wahrscheinlich auch Bots starten. Ja. Wohl. Ja, schade, mach Botzart. Heißt, man wird sich auf der Topside Crap treffen. Heißt, es wird wieder die Prio von. Die Prio wird wieder sehr wichtig auf Top und auf Mittel. Und Toplane sollte sich, wenn alles gut läuft, Darius auf jeden Fall die Prio sichern können. Yep. Und Midlane wahrscheinlich auch die Orianna. I guess. Je nachdem, wie hart sie von der Diana. Ja, also ich kann die Prio auf jeden Fall gut forcen. Startet auch wieder mit Crouching Potion. Heißt, sie ist aufs Schlimmste wieder gefasst. Entschuldigung. Obwohl sie diesmal natürlich nicht so gut Level 2 gegangen werden kann von dem Mundo. Ja. Mundo Level 2 gegangen ist, glaube ich, nicht so effektiv. Aber. Botlane sollte man sich hier Prio sichern können von DWSJ. Ja. Also man kann es auf jeden Fall gut forcen. Ja, Max Trader ist auch mit 2. Und die Trades von Scrimper im Early Game ziemlich stark sein können, weil er mit seiner Q einfach gesehen wird. Level 2 wird auf Botlane von OB respected. Das heißt, DWSJ kann sich hier keinen Lead ausspielen. Schieße Level 2 Play. Da sind ja Mundo um einiges schneller als der Hegrim, ne? Ja, Mundo ist so ein bisschen der zweite Udo. Aber er ist auch extrem low gedroppt, wenn man sich das anschaut. Ja. Das heißt, der wird wahrscheinlich sogar smiten. Als die Trades in der Mitte und auf der Top-Lane. Aber Sebi hat er die Crouching Potions. Wir sind jetzt ja auf Top-Lane, 5 zu 18 CS. Also. Das scheint kein gutes Matchup zu sein. Wie erwartet. Ja. Und die Topside-Krabbe sollte dementsprechend auch Hegrim gehören. Ja. Kuhn geht es auch auf Base, weil er ganz genau weiß, ja, okay, kann ich nicht testen.
Also man würde einfach die Crabs traden. Einer kriegt die Tops, einer kriegt die Bossard Crab. Und man könnte dann auch versuchen. Krux sitzt, ein Halo geht aber engaged auf Saro. Aber passiert nichts weiteres. Sebit Slow Mana damit haben noch. Kann immer, wenn er Mana braucht, dann poppen. Dann passt das. Kommt der Heker in die Midlane? Ein Flash von Lupin kommt. Darkrai ist dann einfach raus. Stark gemacht von Darkrai und von Sebi. Lupin ein bisschen spät geflasht. Der Engage von Scrimper auf Max. Aber ich so in der Mine, weil ich fighten. Max hat sein Stack. Kommt der Flash und das ist der Tod. Ein Solo Kill auf der Top Lane. Ah, das fängt natürlich jetzt schlecht an. Für die ja, also 17 zu 32 CS und Kill behind, also Max bis jetzt Lane Kingdom. Ja, und Scrimper sieht nicht so aus, als hätte er Erfahrung in dem Matchup, denn ich denke, man sollte da glaube ich einfach nicht reintauchen. Ja. Weiß ich nicht. Ist natürlich schwierig. Jetzt hat er Full Stacks drauf und der Flash und der nicht, aber der Hook connected. Den Halo muss aber. Ja. Okay, Yahiko wird einfach komplett zerstört. So, dann hat man jetzt auf jeder Lane einen Kill. Den Kill abgeholt. Ja. Jetzt muss man den Mittlern aufpassen. Man könnte hier ins 2v2 geraten. Dakri, jetzt kommt der Engage auf Lupien. Kuhn ist auch hier. Dakri geht aber auf Lupien drauf. Ist jetzt ja auch drin. Kuhn fällt low. Beide auf Half-Life gedroppt. Also ein kleiner Handshake, aber. Ja. Einmal kurz berührt und wieder weg. Das wäre nichts gewesen. Gold ist man jetzt hier ahead auf Seiten von OB. Ja, das sind 5 Minuten. Ist schon immens. Ja. Was da auf der Botlane gerade passiert ist, ist. Hiku spät sein Flay benutzt. Das ist das einzige, wo Rakan dann halt wirklich Potential auf der Lane. Wenn der Knockup durchgeht, dann ist Yahiko einfach ziemlich squishy. Jetzt kommt der Blind Hook, aber kein Follow-up. Oh, man hatte keine Vision. What? Das ist interesting. Wir waren einfach hinlaufen sehen, I guess. Ne, da stand ein Ward, den er geklärt hat und er hat sich danach nicht mehr bewegt. Das ah, okay. Max ist Level 6 und trappt hin im Busch auf Scrimper. Scrimper respektet das auch. Scrimper hat jetzt einmal eine Schelle kassiert und weiß jetzt, dass er nicht das Spiel nicht spielen darf. Zumindest jetzt nicht mehr. Denke ich. Max hier auch sehr viele Items. Ja, Max ist full bisschen. Jake ist jetzt noch ab und hat Botlane extreme Prio-Seiten von OB. Midlane ist aber reingepusht, hat Lupien Talon reingepusht und. Ja, Tahiko. Yahiko und Saruch. Rufen wir jetzt hier zum River, wenn aber gespottet. Gehen sich ins Hoch. Es pokt die ganze Zeit rein. Jetzt kommt die Ultimate von Mundo. Kommt hier ran mit dem Slow an JNL. Versucht hier den JNL runterzurennen, aber schöner Dash. Oder schöner Jump von JNL auf die ganz andere Seite. Jetzt könnte man sich auf den Re-Nicage gucken mit Dakri. Man weiß nicht, dass Dakri da ist. Mundo droppt extrem low. Aber ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob Desiree da ehen muss. Ich denke tatsächlich eigentlich nicht. Soll man wieder den Trick machen? Aber man weiß noch immer nicht, dass Dark Reposter ist. Sieht man ihn gleich spotten auf dem. Obwohl, ne, er dreht wieder um. Die Bottlen pusht extrem rein. Er hat auch Ghost Up. Man hat immer noch nicht die Vision gehabt auf Dark. Das heißt, er ist immer noch. Aber Wojciech hat extrem viel Zeit. Ist wieder hier gespottet. Ja, jetzt hab ich ihn gesehen. Und er fängt den Track an. Okay.
Kuhn weiß es, Kuhn weiß es. Kuhn hat aber kein Ultimate. Und Lupin ist in der Base, hat kein CP, ist uncontestable. Auf der Toplane Max wieder am Reintraden gegen Scrimper. Scrimper dasht hier aber raus, hat gelernt, dass er nicht fighten sollte. Sehen wir jetzt Akri, droppt low vom Track. Smite up, jetzt kommt die Shen Ultimate dazu. Flash von. Damit der Scrimper reinbringen kann. Schöne Ultimate von Dakri, schöne Ultimate. Ja, Scrimper fällt auch nochmal weg. Max auch runter TP'd. Das schöne Shockwave von Sebi. Triple Kill für Dakri. Ist es ein Penta? Dakri wird es aber fallen. Lupien. Kriegt er nochmal ein Hallo? Aber. Das Game wird ja schon wieder sehr schwierig für DB. Ja. Schönes TP von Max hier. Holt nochmal den Rücken für sein Team. Und Dakri wieder mit 4-1 unterwegs. Ich hätte es eigentlich schon gefeiert, wenn er jetzt eben den Pinter gegen hat. Hat der auch wieder den Cherry Kill, war dann zu low. Ja, wenn wir jetzt mal aufs Gold schauen. Wir sehen Toplane 1000 Gold ahead, wir sehen Jungle 1100 Gold ahead, wir sehen Midlane sogar 5. Aber Sebi wird es hier runtergerannt von Kuhn. Kuhn wird aber genockt, Sebi wird aber wenig Mana, das heißt, das wird zu geben. ADC, Ezreal ist auch 800 Gold ahead. Rakan auf Trash ist auch 200 Gold ahead. Ich denke tatsächlich, wenn Lupien sich hier für ein TP entscheidet, könnte das am Drake-Fight tatsächlich sehr viel knapper ausgehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn der von Anfang an dabei ist, wenn hier und Scrimper hier so rein engaged, dann ist es, dann kann dieser Fight oft ganz, ganz. Aber daher halt TP Ignite spielt, extrem lange braucht, bis er beim Fight dabei war. Haben sie einfach diesen Fight for free springen können. Dann auch noch die Shockwave von Sebi auf die letzten zwei Leute. Und der Fight war halt over zu dem Zeitpunkt. Ja, jetzt. Oder ab dem Zeitpunkt. 2k behind, fast 3k behind, Minute 10, das wirklich. Ja, das ist auf jeden Fall immens. Sebi holt sich den Wurf ab. Kann jetzt auch den Herald in nächster Zeit anpeilen. Lupin versucht zwar Botzeit zu roamen, aber hey, hallo. Sorgt das ganze Game lang schon für perfekte Vision. Damit einfach diese Roams, allgemein die ganze Series schon, kann einfach nicht effektiv in Botlane Roams gehen, weil er einfach permanent von Herrn Hallung gespottet wird. Ja. Und die Diana in der Midlane ist 20 CS ahead, aber mehr halt auch nicht. Ja. Hat auch 2 Kills bekommen im letzten Teamfight. Ja. Aber Uri hatte auch 4 Assists. Uri auch hier, by the way, Verdant Barrier gekauft. Also ich will einfach defensiv spielen, damit die Diana einfach. Rakan wurde jetzt gespottet, aber sie kann den Baron, den Herald eh nicht contesten. Weil Max einfach Scrimper komplett massakriert. Stirbt Scrimper dafür, ich denke. Nee, ich glaube nicht. Er hat noch sein Q-Shield. Aus dem anderen Leben halten sollte. Ja. Jetzt ein Hallo mit der Midlane, schöner Flash von Lupien. Kommt aber nochmal ran mit seinem Knockout. Shockwave ist schon raus, von daher kein Potenzial hier, den Kill zu machen. Ich denke, man könnte mit Herald jetzt toppen, eigentlich die Tür tun. Ah, der meint schon die TP. Will man hier Botlane diven? Schöner Hook von Yahiko. Aber Jotunheil dive für ein 1v1 aus und jetzt. Ihr habt auch. Da war der Rakan zu schnell unten. Ja, das ist so eine. So eine Nottat, wenn man sich gedrungen fühlt, das zu tun. Ich denke, aber dann chillt man jetzt zu verbonnen. Und Trash hat dann auch noch den Cube bekommen, also das ist absolut gar nicht mehr. Nein, schätze ich nicht. Er sieht der Herald auf Topside beschworen für den Toplane Tier 1. Man weiß ja, dass man behind ist und probiert da ein Play zu forcen. Ja, es war einfach Not-Mail-Play. Ja. Ich denke auch, die Nervosität bei DWSJ steigt jetzt, weil es eben Game 5 ist. Ja. Da muss man jetzt schauen. Kann hier jetzt beim Mission klären. Ja, den können Druck sitzt, aber es ist keiner in der Nähe, um irgendwas zu machen. Sie wird auch wieder TP. Würde. Ja. Könnten sie sich wieder für eine Überzahlsituation. Obwohl, ne, könnten sie nicht mal. Ist sogar eine Eve-Situation. Aber, das ist ein bisschen schwierig. Drake spawnt das in einer Minute, man will jetzt hier auf Hen Hallo.
Axe sitzt nicht, Ultimate noch nicht gezogen, Hook sitzt auch nicht, von daher das Potenzial, das Olympotential wieder weg. Jetzt ist Turbo Champ Tank raus für Drake, glaube ich sogar. Ja. Vielleicht. Und Darius wird Axe jetzt wieder sehr viel früher TP bekommen als Scrimper. Und Max hat auch schon wieder Ult ab. Scrimper darf auf jeden Fall Toppel nicht spielen, sag ich. Ja, das stimmt. Max spielt allgemein die Lanes, wo er hat, ist spielt er. Das macht in diesem Game auch schon wieder. Also, man kann jetzt wahrscheinlich auch den nächsten Drag sichern. Seit man von OB. Man hat zwar mit der Crab Vision, aber sucht man hier auf Toplane einen Darius im 2v1 abzuholen, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Wird das vielleicht ein Double-Kill? Jetzt kommt der Flash auf Scrimper. Yahiko, Gage hier nochmal rein, aber Yahiko wird halt fallen. Jetzt kommt der Engage von Zermann Ultimate, aber Sebi überlegt, das ist die Shockwave von. Kommt auch nochmal raus auf Toplane. Max noch immer am Fighten, man kriegt zwar Max, aber man tradet, man verliert unten nochmal zwei Leute. Andererseits sehr wichtig, dass Max da gefightet hat. Dadurch konnte Shen nicht ulten. Ja. Das heißt, er hat quasi den Fight auf der anderen Seite der Map schon gewonnen durch sein Play. Beziehungsweise dadurch, dass er auf das Play von DWSJ eingegangen ist. Also bis jetzt, das Game ist sehr einseitig. Sehr, sehr eindeutig. Ja, muss man schauen, wie man das vielleicht noch gedreht bekommt, aber ich denke nicht, dass man das... Für Obeos, aber... Ich denke nicht, dass man das schaffen kann, das hier noch zu gewinnen. Nee, also das ist das bis jetzt einfach sehr, sehr... Gut, ihr Team fightet von einfach auch das Early Game, wo sie sich allen drei Lanes konnten. Oder halt Kills abbauen konnten. Jetzt kommt die Shen-Ulti auf Botlane? Das ist, weiß ich nicht, gar keine Kommunikation, I guess. Sind irgendwie Verzweiflungs. Ja, irgendwie von DWSJ. Also, Kommunikation stimmt nicht unbedingt. Es kommt der Hook auf JNL, aber ein Hallo ist wieder da und man. Scrimper verliert wieder extrem viel. Ach, Scrimper denkt sich. Kommt der TP von Sebi. Kommt der Double TP. Kuhn. Hier ist in Bedrängnis. Die Lantern kommt aber nochmal. Dakri. Und dann eine Dropped Low. Jetzt will man hier Lupin abholen. Max. Kommt er nochmal dran. Strapbacker Brock ist drauf. Lupin. Kommt zwar noch mit Ultimate, aber wird fallen, bevor der Damage rauskommt. Und ja, damit der erste Kill für Sebi. Das ist jetzt schwierig. Saruch, ein Hallo ist River, aber ist Rakan viel zu mobil, um irgendwie gecatcht zu werden. Drake in 3 Minuten. Nein, 4,6, 17. Also das Game schaut bis jetzt einfach nur stark für, oder gut für Obeas. Man kann vielleicht gucken, ob man. Jetzt Max wieder nochmal gecatcht, Shockwave kommt. Braucht man nicht. Ändert auch nichts mehr. Sind. Also, die kommt nicht mehr einmal auf Cooldown, obwohl er sie benutzt hat. Man kann gucken, ob man vielleicht Baron on Spawn hinkriegt. Weil ich denke nicht, dass. DWSJ das contesten kann. Also irgendeinen nee. Fall contesten. Kennen Sie den Botland Turret? Lupien ist auf dem Weg nach unten. JNL ist droppt ja nochmal low, aber jetzt kommt er und wonft vor 2 werden. Hm. So, man kriegt hier wenigstens noch 2 Kills. Shen ist auch runter, TP'd. Ah. Also, verliert man den Topland Turret, oder? Nee.
Ja, also... Etwas halten können, weil Dallas nimmt lieber deinen wie Jungle. I mean, das ist auch ein bisschen deep, glaube ich, da den Turret zu hitten, weil Mundo ja. Muss auch top sein. Ja. Aber wir haben ja gesehen, was der mit den zwei machen kann. Also, Serie fast immer mit zwei Leute. Ja, jetzt Scrimper. Scrimper hat Angst. Pass auf, mein Junge! Nein! Nein, Scrimper! Oh, er hat ihm im Torn zurückgeholt. Ah, oh, das tut aber mir leid. Sakuch is on the way. Saruch, jetzt hier, Scrimper! Ultimate, komm! Stirbt Scrimper, ja. Heal, heal, heal! Pff, heal! Warum kein Heal? Man hat ihn nicht geheilt. Saruch hat ihn! Kam zu spät. Oh. Ja, ich konnte mal aufpassen, aber schöner Dodge mit. Von. Der Cloud Soul, von der Cloud Map, konnte er nochmal die W dodgen von der K. Drake spawnt konnten. Sollte man sich auch abholen können und damit den dritten Drake und Soulpunch weg. Aber DWSJ will diesen Drake nicht for free abgeben. Man sieht, sie move mal in den River. Saruch ist, geht es ihr aber wahrscheinlich auch gleich Base. Aber ich glaube, selbst wenn man da die Vision hat, kann man, also ich denke nicht, dass da ein Weg ist, jetzt den Drake dazu contesten. Ja, ich glaube auch nicht, dass man diesen Drake auch contesten sollte. Also, es ist einfach nur extrem schwierig, hier irgendwas zu machen. Scrimper hat Ultimate, ist oben, man pinkt jetzt sogar den Engage. Dakri aber im Flank und sie haben keine Vision auf Dakri. Jetzt haben sie Vision, Dakri zündet sein Gem Tank, wieder aber abgefangen von Yahiko. Channel. Lupien hier jetzt hinauf mit Hekarim auf ihn drauf. Hekarim zerstört den Kompa. Muss ja aufpassen. Max mittlerweile auch da. Hekarim Ulti auf drei Leute. Und macht wieder Flow Flash von Max und Saruch kriegt Ultimate und dieser Damage. Kuhn fällt jetzt in der Zwischenzeit Rauch und. Also. Ja. Das. Ist, ich glaube, die haben FF. Ich glaube, die haben FF. Sicher. Weil. Also, ich glaube, die haben FF. Meinst du, die sind stuck in dem Game? Ja. Nee, aber. Ich glaube, die haben FF. Kann mal wer von OB oder so bestätigen, FF hat, wenn das so ist? Ja, haben wir FF. Okay. Gut. Okay. Okay. Perfekt. Ja. Dann hat Riot stark gespielt. Ja, gut. Damit hat OB das Best of 5 gewonnen. Haben sie Platz im Finale gesichert. War eine absolute Banger-Series trotzdem. Und ja. Ich würde sagen, wir machen noch ein Interview. Ja, dann wir machen noch ein ganz zackiges Interview. Der Captain von OB, also Sebi, und ich würde auch sagen, dass der Captain von DWSJ auch kommen sollte. Einfach in den auf den Discord kommen, wir moven euch dann. Bis gleich.
So, und da sind wir wieder zurück. Heute haben wir als Interviewpartner haben wir den Midlaner von Ungabunga, Sebi. Hallo. Also, ja. Erstmal, wie geht's jetzt nach dem Sieg, nach dem Einzug ins Finale? Also ehrliche Antwort, ich bin froh, dass es vorbei ist, die 5 Spiele. Das war schon, war jetzt auch genug dann. Ne? Ja, ja, das sehe ich genauso. Also, wir hatten auch gerade kurz geredet. Also, es hat irgendwie so gewirkt, als hättet ihr, wenn ihr den guten Draft habt, wart ihr sehr stark und wenn euer Draft halt, ja, euer Draft im ersten und im dritten Game, wenn das wieder so ein Draft ist, dann ist halt nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, die Drafts waren auf jeden Fall, man könnte sagen, sie waren interessant, also es, ich weiß nicht. Zumindest, also ich glaube, das erste Game Draft war noch okay-ish, also das war noch meh, aber das im dritten Game, das war schon, aua. Ja, da wolltet ihr Dark Elf einfach Carry Pants anziehen lassen. Das war schon schmerzhaft. Möll, nenn es beim Namen. Ja, es war Möll. Richtig, da hat er recht. Aber die anderen zwei Games hat ja am Ende geklappt. Ja. Da war der Draft noch. Der Draft noch etwas normaler, etwas besser, das ist richtig, ja. Die Series war First time gefühlt. Ja. Schwieriges Ding. Aber ihr seid ja jetzt wieder im Finale, ihr wart ja auch letztes Jahr im Finale. Ja. Glaubt ihr so, ja, ihr könnt es wieder mit jedem aufnehmen wie letztes Jahr so? Keine Konkurrenz so mäßig, oder? Ich glaube, wenn nochmal ein Anyband kommt, wird schwierig. Ich fühle mich angegriffen in meinem Champion Pool. ich weiß nicht. Es ist immer sehr interessant, wenn auf einmal der Anyband da kommt. Aber nee, wir sollten eigentlich, also egal wer da, wir spielen, eigentlich sollte es eigentlich alles free sein. Ich freue mich, ich würde gerne gegen Luke Dagger spielen. Ich habe Lust, einen Katarina-Main wegzufetzen. Hätte ich schon Lust drauf. Das ist auch mein Midlaner. Ist auch wieder mein Midlaner, oder? Tut mir leid, Katamains sind alle Schmutz. Ich hab's gesagt, live, on show. Okay. Vielleicht spielst du nicht selber, Katarina? Nein. Nee, Dings. Ah, Enemy hat Katarina gespielt. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Ganz, ganz schnell, quickfire. Okay. Jetzt nochmal jeden in der Diff beleidigen. Let's go. Okay. Ja. Okay. Sagt ihr, Pentakills. Pentakills. Ihr habt euch gefreut über die Pentakills. Also eigentlich, wir haben uns gar nicht gefreut, weil die Regel OB ist, niemand kickt Pentakills. Es war einfach nur Steal und niemand hat gesteelt. Es war grauenhaft. Das fühle ich. Finde ich gut. Ja. Und damit, ich bedanke mich fürs Zuschauen für dieses kurz und knackige Interview. Weil 23 Uhr ist Schluss und